Anhörung mit mehreren Personen, deshalb möchte ich wie immer auch pünktlich anfangen und bitte um die Einstellung der Nebengespräche. Danke. So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle zur heutigen 8. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Verbraucher und Klimaschutz. Ich begrüße für den Senat Frau Staatssekretärin Dr. Karcher sowie Herrn Staatssekretär Kamrat. Und Frau Senatorin Jarasch lässt sich für die heutige Sitzung entschuldigen. Zu unserem Tagesordnungspunkt 3, Volksbegehren, Berlin 2030 klimaneutral, führen wir heute eine Anhörung durch. Ich darf dazu bereits jetzt herzlich die Vertrauensperson des Volksbegehrens begrüßen, in der alphabetischen Reihenfolge. Das sind Frau Dr. Cornelia Auer, digital ist sie eingeschaltet, dann Frau Clara Kramer, sie ist vor Ort oder wird vor Ort sein gleich, dann Herrn Prof. Dr. Volker Quaschnink, der ist auch digital eingeschaltet, Frau Jenika Schäfgen vor Ort und Herrn Stefan Zimmer, er ist auch vor Ort hier. Die Sitzungen der Ausschüsse werden wie gewohnt über die Webseite des Abgeordnetenhauses gestreamt und in den hausinternen Raum 377 übertragen. Ich gehe von Ihrem Einverständnis mit den Live-Übertragungen, dem Bild- und Tonaufnahmen und der späteren Abrufbarkeit dieser Aufnahmen aus. Das gilt auch für die Anzuhörenden. Ich sehe keinen Widerspruch, dann verfahren wir so. Wie gewohnt müssen wir nach 2 Stunden eine Pause von 15 Minuten einlegen. Ich werde die Sitzung dann zu gegebener Zeit unterbrechen. Ihnen liegen die Einladung mit Tagesordnung vom 18. Mai dieses Jahres sowie die Mitteilung zur Einladung vom 25. Mai 2022 vor. Darin werden die bisherigen Punkte 3 und 4, die alten, von der Tagesordnung abgesetzt und der Punkt 3, das ist neu, Vorlage gemäß Artikel 62 Absatz 3, 33 der Verfassung von Berlin, Drucksache 19-0345. Der Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens Berlin 2030 klimaneutral, Änderung des Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetzes, aufgenommen haben wir. Ich gehe davon aus, dass Einvernehmen mit dem Absetzen der alten Punkte und der Aufnahme des Volksbegehrens besteht. Da gibt es eine Wortmeldung von der FDP-Fraktion. Herr Reifschneider, bitte. Bei uns besteht kein Einvernehmen. Wir haben das in den Vorgesprächen abgelehnt. Wir halten es für unangemessen, dieses wichtige Thema jetzt so kurzfristig auf die Tagesordnung zu setzen und es hier durch den Ausschuss zu peitschen. Wir hätten auch gerne weitere Menschen dazu angehört, weil es ja auch eine ganze Studie dazu gibt, was bis 2030, 40 und 2050 unter den bestehenden Restriktionen möglich ist. Und deswegen waren wir gegen die Änderung der Tagesordnung. Gut, ich würde, gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Dann nicht. Ich würde dann Abstimmung stellen. Wer möchte das, dem FDP-Antrag zustimmen, beziehungsweise die Ablehnung mittragen von der FDP-Fraktion? Das ist die FDP-Fraktion und AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich? Das ist die CDU-Fraktion. Dann verfahren wir so, dass wir die Tagesordnung, wie vorhin angekündigt, durchführen. Dann, es gibt einen Antrag von Herrn Abgeordneten Reifschneider von der FDP-Fraktion. Er hat angekündigt, den Antrag zu stellen, 2 Punkte auf die Tagesordnung unserer heutigen Sitzung zu setzen. Möchten Sie das ausführen, Herr Reifschneider? Wollen Sie diesen Antrag zur Abstimmung bringen? Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, wir haben hier umfangreiches Studienmaterial zum Thema Klimaneutralität, auf die der Senat auch seine Politiken stützt und die hier auch weitgehend mitgetragen werden. Deswegen, wir hatten es schon mal versucht, vor ein paar Wochen dieses Thema und die Studie auf die Tagesordnung zu bringen. Das wurde auch damals von der Koalition abgesetzt, sehr kurzfristig. Das ist bedauerlich und es wäre genau heute der richtige Tag, um zusammen mit dem Volksbegehren die Argumente auszutauschen und die in Beziehung zu setzen zu den Studien. Deswegen hatten wir das vorgeschlagen, hier das auch auf die Tagesordnung zu setzen. Da es ja
einfach die Debatte erweitert und einfach wichtige Informationen beitragen würde. So, danke, Herr Reifschneider. Dazu weitere Wortmeldungen von Herrn Dr. Stefan Teschner von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön. Also vielleicht ganz kurz zwei Sachen. Erstmal, dass wir damals die Anhörung zu Klimaneutralität Berlin Paris-konform mache, war keine Sache der Koalition, sondern es gab schlichtweg keine Leute vom IEW, die uns die Studie haben vorstellen können. Deswegen haben wir einvernehmlich, auch mit Ihnen, Herr Reifschneider, damals beschlossen, es macht keinen Sinn, diese Studie, eine Anhörung dazu zu machen, wenn sozusagen die Autoren der Studie keine Zeit haben, uns diese Studie vorzustellen. Ansonsten gebe ich natürlich recht, thematisch würde es natürlich passen, aber formal ist natürlich schwierig. Sie haben es ja gestern im Mobilitätsausschuss ja auch mitbekommen, zwei Anhörungen, eine Ausschusssitzung ist enorm anstrengend und wird nicht die Qualität bringen, die man von so einer Anhörung gerne hätte. Und zum Zweiten ist es eigentlich üblich, dass wenn ein Volksbegehren hier sich vorstellt im Ausschuss mit einer Anhörung, dass man aus Respekt vor der Initiative und auch aus Respekt vor den Berliner und Berlinern, die diese Initiative unterstützt haben, dass man sozusagen diesen Tagesordnungspunkt wirklich als einzigen thematischen Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung setzen. Deswegen werden wir als Koalition Ihren Antrag ablehnen. So, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, um welche Besprechungspunkte es geht, nenne ich sie kurz. Das sind einmal Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses Berlin auf dem Weg zur Klimaneutralität. Diesen Besprechungspunkt haben die Koalitionsfraktionen eingebracht und mit einer Anhörung dann weiterhin auch eine Besprechung wieder gemäß § 21 Absatz 3 Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses, Vorstellung der Studie Berlin-Paris-konform machen. Das ist auf Antrag von Koalitionsfraktionen, CDU-Fraktionen und FDP-Fraktionen. Dazu war auch eine Anhörung eingemeldet. Das heißt, wir hätten heute drei Anhörungen hintereinander. Das hätten wir auf keinen Fall geschafft. So, von der CDU-Fraktion hat sich Herr Freimer gemeldet. Bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben, glaube ich, alle vor 14 Tagen gehofft, oder vor drei Wochen war es, glaube ich, als wir die Tagesordnung gestaltet haben, dass wir genau nicht in so eine Situation kommen. Jetzt ist es kurzfristig dazu gekommen, dass wir heute das Volksbegehren besprechen. Ich hätte mir, um das ganz offen zu sagen, auch gewünscht, dass wir es im Plenum bereits die Chance nutzen, die Aussprache dazu zu initiieren. Es wäre, glaube ich, auch für die Beteiligten aus dem Volksbegehren spannender gewesen, auch darauf schon Bezug zu nehmen. So ist das heute der erste Aufschlag. Der ist nicht ganz glücklich gewesen, deswegen verstehe ich Herrn Reifschneider, will dazu aber auch sagen, lieber Herr Reifschneider, wenn wir jetzt noch sehr kurzfristig die Thematik der Studie der Klimaneutralität auf die Tagesordnung gesetzt hätten, mit dem gleichen Anspruch, gute Anhörungen durchzuführen, hätte das wahrscheinlich nicht funktioniert. Also vielleicht sollten wir uns einfach darauf konzentrieren, zu sagen, wir haben heute hier das Volksbegehren auf der Tagesordnung, was gut und richtig ist. Wir nehmen uns jetzt die Zeit und geben den Beteiligten den Raum, darüber zu sprechen und einigen uns dann bei der Sprecherdiskussion darüber, dass wir auch ihren Themen genug Raum geben und dass wir eben auch sehr mittelfristig zumindest organisieren, dass wir diese Studie nochmal uns detaillierter anschauen. Ich glaube, dann haben wir schon eine relativ gute und spannende Agenda. Deswegen, Herr Reifschneider, Solidarität mit Ihrer Auffassung und zugleich mit der Bitte um Verständnis, dass wir uns jetzt dann aber tatsächlich um das, was heute auf der Tagesordnung steht und was die Koalition angemeldet hat, dann auch konzentrieren können. So, danke, Herr Abgeordneter. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Das sehe ich nicht. Herr Reifschneider, möchten Sie, dass wir über Ihren Antrag abstimmen? Ja. Gut, dann wäre es für den Antrag der FDP-Fraktion. Das ist die FDP-Fraktion. Wer ist dagegen? Das sind die Koalitionsfraktionen, CDU-Fraktion. Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. So, dann ist die Tagesordnung so beschlossen. Jetzt kommen wir zur aktuellen Viertelstunde. Im Vorfeld der Sitzung wurden mehrere schriftliche Fragen zur aktuellen Viertelstunde eingereicht. Wir rufen diese wie gewohnt in der Reihenfolge des Eingangs im Ausschussbüro auf. Frage der Fraktion Die Linke. Ist eingegangen am 24. Mai 2022, 12.34 Uhr. So, wer möchte das Wort erteilt bekommen? Das ist Frau Gernburg. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Morgen. Wir fragen den Senat, Medienberichten über die 24 stadtweit geplanten Frauenpissoirs
Wurden die entsprechenden Aufträge bereits vergeben? Und wie ist der weitere Zeitplan für die Umsetzung des PIPI-Innovationsprojektes? Danke, Frau Abgeordnete, für den Senat. Herr Kamrat, bitte. Ja, Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, vielen Dank. Lassen Sie mich zuerst sagen, dass unsere Senatsverwaltung, und da fühlt sie sich sehr getragen von den Fraktionen, die diesen Senat tragen, das Thema öffentliche Toiletteninfrastruktur ein herausragend wichtiges ist. Wir haben in der letzten Legislatur das Berliner Toilettenkonzept umgesetzt. Wir konnten vor sehr kurzer Zeit den Vollzug melden und die 278. in diesem Rahmen geplante Toilette eröffnen. Wir werden auch in der kommenden Legislatur weiter die öffentliche Toiletteninfrastruktur dieser Stadt ausbauen. Ich glaube, nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine funktionierende öffentliche Struktur auch niedrigschwellig ist. Insofern werden wir da weiter voranschreiten. Dazu gehört auch in dem Fall, dass wir die angesprochenen autarken, geschlechtergerechten Toiletten austesten werden. Im Rahmen eines Innovationsprojektes ist dieser Antrag genehmigt worden. Dafür wurden vom Hauptausschuss bereits in der letzten Legislaturperiode Mittel von insgesamt 2,6 Millionen Euro bereitgestellt. Für das Projekt sollen 24 autarke, ökologische und nachhaltige Toiletten beschafft werden. Diese sollen barrierefrei und gendergerecht werden, um zu Ihrer Frage zu kommen. Das kann auch dann bedeuten, dass es Frauenpissoirs enthält. Derzeit werden die Ausschreibungsunterlagen finalisiert und wir werden voraussichtlich nächsten Monat in die Ausschreibung gehen. Dann werden wir in je zwei Toiletten quasi pro Bezirk aufstellen, verschiedene. Und das wird ab dem Beginn Frühjahr 2023 passieren, wenn die Ausschreibung abgelaufen ist. Und dann wissen wir auch sozusagen, welche Typen wir dort antesten werden. Während der Testphase wollen wir die Bevölkerung Berlins und alle relevanten Interessengruppen beteiligen. Und dann wird sich erweisen, welche der getesteten, autarken, gendergerechten und ökologischen Toiletten sozusagen am geeignetsten sind. Danke, klimaneutral fehlt. Herzlichen Dank für diesen guten Hinweis. Und diese Toiletten werden wir, wenn dann die erforderlichen Haushaltsmittel, also wenn der Haushaltsgesetzgeber uns die erforderlichen Haushaltsmittel bereitstellt, sollen dann nach dem Projekt etwa 50 bis 100 dieser autarken Toiletten beschafft und in der Stadt aufgestellt werden. Weil, wie gesagt, uns ist sehr daran gelegen, dass wir die, und das möchte ich an der Stelle auch betonen, Berlin ist Vorreiterin, was die Bereitstellung öffentlicher verfügbarer Toiletten betrifft. Da können wir uns auch europaweit sehen lassen. Meines Erachtens ist nur Paris da besser ausgestattet. Und wir werden das, wie gesagt, weiter vorantreiben. Und deswegen ist es uns auch daran gelegen, auch dort uns weiterzuentwickeln. Danke, Herr Staatssekretär Kamrat. Eine Nachfrage gibt es. Frau Gembuck, Sie haben das Wort. Ja, besten Dank für die Ausführungen. Sie haben jetzt schon das Stichwort genannt. Nur Paris ist besser ausgestattet. Paris, Sydney und Hannover haben übrigens kostenlose Toiletteninfrastrukturen. Meine Frage geht dahingehend, inwiefern diese Testphase jetzt auch diese Toiletten, die da bereitgestellt werden, dass sie eben auch kostenfrei sind. Stimmt das? Und stimmt es dazu auch, dass nach dieser Testphase diese 50 bis 100 autarken Toiletten dann wieder Geld kosten oder bleiben die dann kostenfrei? Vielen Dank. Danke, Frau Abgeordnete. Herr Kamrat, bitte. Grundsätzlich ist die Frage der Gebühren für öffentliche Toiletten eine, die man sehr differenziert betrachten muss. Dabei geht es auch um die Vermeidung von Vandalismus. Es ist aber in der Tat so, dass wir ständig überprüfen, welche Möglichkeiten es geben kann, um ein möglichst niedrigschwelliges Angebot an funktionsfähigen Toiletten bereitzustellen. In dem Fall ist es so, dass diese Toiletten, die aufgestellt werden, kostenfrei zur Verfügung stehen. Wie gesagt, wir überprüfen ständig, inwieweit wir an den Methoden da arbeiten können. Was nach Ablauf der Testphase ist, dazu vermag ich jetzt gerade keine Aussage zu treffen. So, danke, Herr Kamrat. Aber
um es zu ergänzen, das ist natürlich erstrebenswert, dass diese Toiletten auch dann im Echtbetrieb nach Ablauf der Probezeit kostenfrei sind. So, die nächste Frage geht an die FDP-Fraktion. Herr Reifschneider, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen nochmal. Lieber Herr Staatssekretär, wie bewertet der Senat die Entscheidung der Bundesregierung, 5 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt für deutsche Tierheime und weitere 5 Millionen Euro für Tierarzneimittel zur Behandlung von Tieren aus der Ukraine bereitzustellen? Und wie hoch sind die Mittel für Berlin, die da eingerechnet werden können? Danke, Herr Abgeordneter. Herr Kamrat, bitte. Danke, Herr Vorsitzender. Danke, Herr Abgeordneter, für die Frage. Erlauben Sie mir da vorweg einige einordnende Bemerkungen. Ein nicht unerheblicher Teil der Geflüchteten, und das unterscheidet sicherlich diese Fluchtbewegung von vorhergehenden Fluchtbewegungen, ein nicht unerheblicher Teil der Geflüchteten aus der Ukraine kommt zu uns mit ihren Haustieren, insbesondere Hunde und Katzen. Diese Haustiere erfüllen zu einem großen Teil nicht die EU-rechtlich vorgeschriebenen Impfungen beispielsweise und Vorbehandlungen. Insofern ist da auch eine zeitnahe medizinische Versorgung angeraten, und wir haben auch die entsprechenden, auch dafür schon, sage ich mal, angepassten und vereinfachten Regelungen an die Tierärzte kommuniziert. Bisher ist das System der Ankunftsbewältigung an der Stelle vor allen Dingen von ehrenamtlichem Engagement betragen. An der Stelle möchte ich auch ausdrücklich allen denen, die sich da ehrenamtlich engagieren, einen großen Dank aussprechen. Wie in vielen anderen solchen Situationen ist das Ehrenamt eine tragende Säule der Bewältigung solcher Krisen. Namentlich seien hier genannt die Tierärztekammer, die Tiertafel, der Tierschutzverein, es gilt für alle anderen Institutionen und Initiativen, die sich hier engagiert haben, ebenso. Wir haben zur Unterstützung und Sicherstellung der Tollwutprophylaxe über den Verbraucherschutz zunächst 50.000 Euro bereitgestellt. Diese werden über die Tierärztekammer organisiert und an die niedergelassenen Tierärzte ausgereicht. Richtig ist aber, dass wir auch weiterhin mit einem Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine rechnen müssen. Die Zahlen sind sicherlich schwer überschaubar. Insofern begrüßen wir ausdrücklich das Vorhaben der Bundesregierung, für die Tierheime und die medizinische Versorgung weitere Mittel bereitzustellen. Das ist auch sehr notwendig, auch weil der Bedarf beispielsweise im Tierheim weiterhin sehr groß ist. Welchen Anteil Berlin, und ich möchte darauf hinweisen, die Haushaltsberatungen im Bund sind noch nicht abgeschlossen. Es gibt dazu eine politische Verständigung meines Erachtens der Ampel, aber keine in dem Sinne haushalterisch kodifizierten weiteren Maßnahmen. Insofern kann ich Ihnen nicht sagen, welcher Teil exakt auf die Berliner Tierheime und die weiteren Berliner Institutionen entfällt. Wir werden uns aber dafür einsetzen, dass bei der Verteilung dieser Mittel berücksichtigt wird, welche Lasten bei der Bewältigung dieser Ukraine-Krise hat. Danke, Herr Staatssekretär Kamrat. Gibt es eine Nachfrage? Das ist der Fall. Bitte, Herr Reifschneider. Danke, Herr Vorsitzender. Danke, Herr Staatssekretär, für die einordnenden Ausführungen. Wir teilen das, wir unterstützen das auch und wir freuen uns auch über das Engagement des Bundes. Es wird der Haushalt des Bundes ja morgen beschlossen. Und Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass sehr viele Menschen aus der Ukraine in Berlin angekommen sind, auch mit ihren Haustieren in Berlin angekommen sind. Welchen Bedarf sehen Sie denn und mit welchem in Anführungszeichen Preisschild gehen Sie denn in die Verhandlungen mit der Bundesregierung und den anderen Bundesländern, wenn es um die Verteilung der Mittel geht? So, danke, Herr Reifschneider. Herr Kamrat, bitte. Vielen Dank. Wie gesagt, da der Haushalt noch nicht beschlossen ist und uns die näheren Details der Regelung noch nicht vorliegen, kann ich Ihnen jetzt schlecht sagen, mit welcher Verhandlungsstrategie wir reingehen werden. Möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass ich gerade betont habe, dass wir darauf setzen, dass die Belastung Berlins in dieser Krise gewürdigt wird bei der Verteilung der Mittel. Aber über das genaue Prozedere kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch nichts sagen.
So, danke, Herr Kamrat. Jetzt geht die nächste Frage, oder die nächste Frage wird von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gestellt. Wer stellt die Frage? Das ist Herr Dr. Stefan Teschner. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. In wenigen Tagen tritt ja die Katzenschutzverordnung endlich in Kraft. Aus diesem Anlass frage ich, wie bewertet der Senat die Auswirkungen dieser Verordnungen auf den Tierschutz in Berlin und welche Maßnahmen ergeben sich aus ihr? Danke, Herr Dr. Teschner. Herr Kamrat, bitte. Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Die Katzenschutzverordnung ist ein eminent wichtiger Beitrag zum Tierschutz in dieser Stadt. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich all denjenigen danken, die sich dafür eingesetzt haben, dass diese Katzenschutzverordnung in wenigen Tagen in Kraft treten kann. Diese Verordnung dient dem Schutz der freilebenden Katzen im Berliner Stadtgebiet. Sie sieht vor, dass Berliner Tierhalterinnen und Tierhalter ihre fortpflanzungsfähigen Katzen ab dem 9.6. nicht unkontrollierten freien Auslauf gewähren sollen. Das ist deshalb nötig, weil es in Berlin eine hohe Anzahl freilebender, fortpflanzungsfähiger Katzen gibt, die teilweise in Katzenkolonien zusammenleben. Diese Katzen sind durch Revierkämpfe und Nahrungsknappheit, Verbreitung von Krankheiten und Verletzungen erheblichen Schmerzen, Leiden und Schäden ausgesetzt. Das ist mit dem Grundgedanken des Tierschutzes nicht in Einklang zu bringen. Insofern ist es notwendig, die Zahl der frei lebenden, fortpflanzungsfähigen Katzen durch Verhinderung einer unkontrollierten Vermehrung dieser Katzen deutlich zu reduzieren. Das ist das Ziel der Katzenschutzverordnung, die zudem eine Kennzeichnung und Registrierung für die Haltungspersonen vorsieht, die ihre Katzen weiterhin freilaufen lassen, im Idealfall nicht fortpflanzungsfähige Katzen. Diese Katzen, die demnächst freilaufen sollten, deshalb gechippt sein. Und registriert. Das kann bei einer beim Senat registrierten Stelle gestehen. Das heißt, die Chippung geschieht beim Tierarzt. Die Registrierung kann bei einer von verschiedenen auf unserer Webseite einsichtbaren Institutionen geschehen, die dafür zugelassen sind. Die Verordnung tritt, wie gesagt, am 8. Juni in Kraft und gilt dann ab dem 9. Und wir werden unterstützend, und auch hier möchte ich mich ausdrücklich bedanken bei den Institutionen, die das begleiten, wie beispielsweise dem Tierheim, die dazu heute, glaube ich, eine Kampagne gestartet haben. Wir werden dazu Öffentlichkeitsarbeit betreiben und beispielsweise über unsere Social-Media-Kanäle aufmerksam machen. Dazu haben wir auch in den Haushaltsberatungen dankenswerterweise zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt gekriegt. Wir werden auch heute noch eine Pressemitteilung dazu machen und wie gesagt, auch eine der Registrierungsstellungen hat angekündigt, dass sie zu dem Thema einen Flyer macht, sodass wir hoffen, dass wir sehr schnell und sehr breit in dieser Stadt aufklären über diese Katzenschutzverordnung, die, und das möchte ich nochmal betonen, ein eminent wichtiger Beitrag zum Tierschutz ist und hoffentlich die Lebensbedingungen für Katzen in dieser Stadt weiter verbessern wird. Vielen Dank. So, danke, Herr Kamrat. Es gibt eine Nachfrage. Herr Teschner, bitte. Ja, jetzt haben wir als Koalitionsfraktionen ja hier bei den Haushaltsberatungen im Einzelplan 07 jetzt Geld eingestellt für Kastrationsgutscheine, damit eben auch Leute aus bestimmten, die sich sonst nicht leisten können, da eine Unterstützung bekommen. Wie bewertet denn der Senat diesen Vorstoß Richtung Haushalt? So, danke, Herr Dr. Teschner. Herr Kamrat, bitte. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Wir haben auch in den vergangenen Jahren im Rahmen unserer haushalterischen Möglichkeiten immer versucht, Unterstützung zu gewähren bei Kastration. Dass es dafür seitens der Abgeordneten jetzt zusätzliche Gelder gegeben hat, hat uns ausgesprochen gefreut und wird sicherlich eine Hilfe sein für die Menschen, für die die Kastration ihrer Katzen eine finanzielle Herausforderung darstellt, dies beim Tierärztin oder über das Tierheim zu tun. Das ist eine sehr unterstützende Maßnahme an der Stelle, weil, wie gesagt, nicht kastrierte, freilaufende Katzen, die zu einer Erhöhung der Population führen, sind tierschutzrechtlich bedenklich, um es mal so zu formulieren. Danke, Herr Kamrat. Die nächste Frage geht an die SPD-Fraktion und die wird von Frau Lüttke gestellt. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.
Unsere Frage ist, die Kleinklinik hat ja am 5. Mai bereits bekannt gegeben, dass die Freie Universität Berlin bis auf Weiteres die 24-stündige Notfallversorgung in ihrer Klinik für kleine Haustiere im Fachbereich Veterinärmedizin aufgibt. Welche Gründe sind in der Senatsverwaltung für die Verringerung der Öffnungszeiten bekannt und vor allen Dingen, welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Öffnungszeiten wieder rund um die Uhr zu ermöglichen? Danke, Frau Abgeordnete. Herr Kamrat, bitte. Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, der Fachbereich Veterinärmedizin der FU hat zu der Kleintierklinik, und auch da sei mir die Vorbemerkung gestattet, die zunächst mit Mitteln aus dem Etat des Verbraucherschutzes, seit dieser Legislatur mit Mitteln aus dem Etat der Wissenschaftsverwaltung, das wurde in der letzten Legislatur so konsensual vereinbart, weil dort die Förderung langfristig besser darstellbar ist. Diese Kleintierklinik wird von uns mit Mitteln unterstützt, in dem Fall aus der Wissenschaft. Die FU hat über ihren Fachbereich Veterinärmedizin am 5.5. in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass die Öffnungszeiten der Kleintierklinik nicht mehr 24 Stunden derzeit betragen können, sondern erstmal nur 8 bis 20 Uhr. Das begründet die FU mit dem Personalmangel in der Kleintierklinik. Sie verweist allerdings auch darauf, dass es weitere Kliniken gibt mit einem 24-Stunden-Notdienst in Berlin. Diese werden auf der Webseite dann auch aufgeführt, sodass es trotz der eingeschränkten Öffnungszeiten auch zu anderen Randzeiten möglich ist, in dieser Stadt Notfallhilfe für verletzte Kleintiere zu kriegen. Was die weiteren Maßnahmen betrifft, kann ich Ihnen tatsächlich dazu nichts weiter ausführen, außer dass ich anbieten kann, dass ich die Kolleginnen und Kollegen der Wissenschaftsverwaltung noch mal darauf aufmerksam machen werde. Danke, Herr Kamrat. Frau Lüttke, haben Sie eine Nachfrage? Das ist nicht der Fall. Dann gibt es spontane Fragen aus dem aktuellen Anlass. Das ist der Fall von der CDU-Fraktion. Herr Freimark, bitte schön. Ja, vielen Dank. Wir hatten es in der Berichterstattung der letzten Tage. Berlin hat ja bisher nur 6 Windenergieanlagen. Und daher die Frage, in welcher Größenordnung kann der Senat sich den Bau von weiteren Anlagen auf den Berliner Flächen bzw. vielleicht auch auf den Stadtgütern vorstellen? Frau Schlesseckerin, Dr. Karcher, bitte. Wir wollen natürlich erstmal vielen Dank für die Frage. Wir haben ambitionierte Klimaziele in Berlin und werden daher sehr genau prüfen, inwieweit wir auch den Ausbau der Windenergie auf Berliner Flächen, im Berliner Stadtgebiet bzw. auf den Stadtgütern ausbauen können. Darüber sind aber bisher keine Entscheidungen gefallen und das muss man sich natürlich sehr genau angucken. Es stehen da ja auch andere Abwägungsgüter abzuwägen, der Naturschutz, der Landschaftsgebietsschutz. Das heißt, man muss sich das sehr genau angucken, ob man beispielsweise Flächen entlang von Autobahnen auf Kraftwerksstandorten in Gewerbegebieten hat, die dann eben auch nicht störend sind. Aber da muss man sich tatsächlich jede einzelne mögliche Fläche angucken. Und das werden wir selbstverständlich zeitnah tun. Gleichzeitig beobachten wir die Rechtsetzung des Bundes. Da sind ja 2% der Fläche der Länder für den Bau von Windkraftanlagen auszuweisen. Das ist in den Stadtstaaten in der Regel nicht möglich. Für Bremen sieht das ein bisschen schöner aus. Die haben da Bremerhaven, da können sie die 2% sogar übererfüllen. Da haben sie relativ viele Windkraftanlagen gebaut. In Hamburg und Berlin wird das so nicht möglich sein. Und da sind wir auch noch in Gesprächen mit dem Bund, wie da genau die Regelung aussehen wird. Das wird sich im Wesentlichen dann an den möglichen Potenzialen in den Stadtstaaten eben auch orientieren, was da verpflichtend angegeben sein wird. Danke, Frau Dr. Karcher. Gibt es eine Nachfrage? Das ist der Fall, Herr Freimann, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Können Sie vielleicht noch ein bisschen konkreter werden beim Zeithorizont? Also wann wäre es angemessen, dass ich nachfrage, wie der Stand der Dinge ist? Und ich habe nicht umsonst das Thema der Stadtgüter noch mal kurz mit angesprochen. Vielleicht ist ja eine Kooperation mit Brandenburg noch intensiver möglich, beziehungsweise eben tatsächlich auch der Einsatz der Stadtgüter. Danke, Herr Abgeordneter. Frau Dr. Karcher, bitte.
Also zu Zeitplan kann ich Ihnen jetzt keine konkreten Angaben machen. Wir werden da schnell dran gehen müssen, denn Klimaschutz, wir haben Klimanotstand ausgerufen. Wir sind gefordert, hier schnell zu handeln. Das heißt, wir werden das angehen. Einen genauen Zeitplan haben wir im Moment einfach nicht vorliegen. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich dazu was sagen würde. Die Zusammenarbeit mit Brandenburg, das ist ganz klar, das wird sehr wichtig sein. Und mit Brandenburg werden wir dazu sprechen, nicht nur zu den Stadtgütern, sondern auch insgesamt, inwieweit da gemeinsame Projekte möglich sind, denn da sind wir einfach auf die Zusammenarbeit mit sozusagen dem Flächenland angewiesen. Danke, Frau Dr. Karcher. Gibt es weitere spontane Fragen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Punkt 1 der Tagesordnung für heute abgeschlossen. Dann machen wir mit dem Tagesordnungspunkt 2 weiter. Bericht aus der Senatsverwaltung. Gibt es da was zu berichten? Ja, Frau Dr. Karcher, bitte. Genau, das schließt sich gut an die Frage des Abgeordneten Freimark zu zwei bzw. drei Punkten zu Klima und Energie. Zum einen hat der Senatsausschuss Klimaschutz, der ja in den Koalitionsvereinbarungen und in den Richtlinien der Regierungspolitik vereinbart wurde, jetzt am 31.05. Zum ersten Mal getagt. Der Senatsausschuss hat sich eine gemeinsame Tagesordnung, Geschäftsordnung gegeben, sozusagen handelsüblich, wie Geschäftsordnungen solcher Senatsausschüsse aussehen, und hat sich die Eröffnungsbilanz angeguckt. Wir haben bekanntermaßen unsere Ziele für 2020 übererfüllt. Das sollte uns aber nicht dazu verleiten, uns darauf auszuruhen oder zu denken, dass wir jetzt einen einfachen Weg vor uns haben, weil wir bisher so erfolgreich waren, sondern die Erfüllung unserer sehr ambitionierten Ziele für 2030, also -70% gegenüber 1990, wird uns vor ganz erhebliche Herausforderungen stellen, und diesen wird sich der Senatsausschuss widmen. Ich kann vielleicht noch mal erinnern, auf EU-Ebene haben wir für 2040 55%, auf Bundesebene 65%, in Berlin sind wir bei 70%. Da haben wir uns wirklich viel vorgenommen. Deswegen ist es eben auch so wichtig, schnell zu handeln in allen Bereichen. Und der Senatsausschuss Klimaschutz wird sich hier um das Monitoring der Ziele kümmern, um die Entschärfung, um die Lösung von gegebenenfalls auftauchenden Interessenkonflikten und das Nachsteuern, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht werden können. Darüber hat man sich verständigt. Gleichzeitig ist klar, dass der Senatsausschuss natürlich nicht die kleinteilige Steuerung machen wird. Der wird nicht der BEK-Monitoring-Ausschuss sein. Und es wird auch nicht ein Ausschuss sein, durch den jetzt plötzlich alle Vorlagen, die was mit Klimaschutz zu tun haben, gehen soll, sondern er wird sich tatsächlich mit den großen politischen Fragen in diesem Zusammenhang befassen. Und es war ein erfolgreicher Auftakt. Auch die Staatssekretärskommission hat vorher getagt, und besonders wichtig, die interministerielle Arbeitsgruppe auf Arbeitsebene hat getagt und eben die Eröffnungsbilanz in gemeinsamer Zusammenarbeit der zuständigen Senatsverwaltung zusammengestellt. Als zweiter Bericht aus dem Bereich Klima, Klimabürgerinnenrat, das ist Ihnen ja bekannt. Am 8.6. wird das PolitikerInnen-Hearing des Klimabürgerinnenrates stattfinden. Am 18.6. dann die Abschlusssitzung, wo die Empfehlungen der Bürgerinnen an uns, an die Politik, an den Senat, aber natürlich auch an Sie, das Abgeordnetenhaus, verabschiedet werden. Die werden in einer öffentlichen Abschlussveranstaltung am 30.6. übergeben. Meines Wissens soll das auch hier im Abgeordnetenhaus stattfinden, um dann nochmal die Wertschätzung gegenüber der Arbeit der Bürgerinnen und Bürger zu zeigen. Es wird dann der genannte Senatsausschuss Klimaschutz wird sich in seiner nächsten Sitzung am 6. September mit den Empfehlungen auseinandersetzen, und wie ja in der Einsetzung, in dem Beschluss zur Klimagovernance vorgesehen, sich zu jeder Empfehlung, die uns dann vorgelegt werden wird, äußern, ob wir die so umsetzen können bzw. modifiziert angehen werden oder eben aus bestimmten Gründen eine Umsetzung nicht für möglich halten. Dann haben wir einen Punkt zu Energiesparen. Dafür würde ich gerne an meinen Kollegen Herrn Kamrath übergeben.
Genau, ich möchte noch die Gelegenheit nutzen, auf das Thema Energiesparen, Energiearmut kurz einzugehen. Der Krieg in der Ukraine hat ja als eine oder ist eine der maßgeblichen Ursachen dafür, dass die Energiepreise gestiegen sind, deutlich gestiegen sind, ähnlich wie auch Lebensmittelpreise. Wir gehen stark davon aus oder wir sind sicher, dass dieser Anstieg erstmal ein dauerhafter ist und nicht ein kurzfristiger. Insofern ist es wichtig, dass wir hier Verbraucherinnen und Verbrauchern möglichst gute Unterstützung gewährleisten. Insofern habe ich mich sehr gefreut, dass, oder haben wir uns sehr gefreut, dass die Koalitionsfraktionen nicht nur beschlossen haben, einen Hilfefonds aufzulegen an der Stelle, sondern das auch zu unterlegen durch eine verbesserte VerbraucherInnenaufklärung in Sachen Energiesparen, in Sachen Energieberatung, in Sachen Energiearmut. Wir haben diese Woche dazu auch noch mal eine Mitteilung rausgegeben anlässlich der Tatsache, dass ich der Verbraucherzentrale zugesichert habe, dass ich die Schirmherrschaft für das Fachforum Energiearmut übernehmen werde. Und wir werden jetzt zeitnah auch mit den Mitteln, die uns jetzt zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, in den mit den beteiligten PartnerInnen, dazu gehört die Verbraucherzentrale, aber auch andere Institutionen, unser Angebot ausweiten in Sachen Energiesparen, in Sachen Energiearmutberatung. Und dazu werde ich sozusagen dann auch zeitnah hier immer mal berichten, wenn es dazu weiteres gibt. Wichtig ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass auch die Energiesparberatung insofern einfach wichtig bleibt und ist, weil wie gesagt, diese steigenden Energiepreise, das ist nichts, was jetzt weggeht. Zunächst muss man aber natürlich auch berücksichtigen, und deshalb ist der Aspekt der Schuldenberatung auch ein wichtiger, dass natürlich jetzt Menschen auch konfrontiert sein werden mit Nebenkostenabrechnungen, die erstmal so sind, wie sie sind, unabhängig davon, welche Energiesparmaßnahmen sie für die Zukunft ergreifen werden. Danke an den Senat. Gibt es Nachfragen? Das ist der Fall. Herr Reifschneider, bitte. Vielen Dank an die beiden Staatssekretäre oder der Staatssekretär und den Staatssekretär für die Ausführung. Ich habe eine Nachfrage zur Klimagovernance. Orientieren Sie sich dann nur an dem CO2-Reduktionsziel oder haben Sie auch andere Ziele, die im Bereich der Klimagovernance gemonitort werden und wo dann nachgesteuert werden muss, beispielsweise zum Thema Sanierungsrate und Tiefe oder wenn es um Fachkräfteausbildung geht? Sind es also so Zielindikatoren, die da im Rahmen der Klimagovernance beraten werden oder nur CO2-Reduktion? Danke, Herr Abgeordneter. Darauf antwortet Frau Dr. Karcher, bitte. So. Bei der Fortschreibung des Berliner Energie- und Klimaprogramms werden auch Indikatoren für diese Bereiche gesetzt, die sozusagen ein feineres Monitoring ermöglichen werden. Die werden im Zusammenhang mit dem Monitoring des BEK dann erfasst und da dann auch die Nachsteuerung vorgenommen. Das wird kann teilweise in den Senatsausschuss gehen. Der Senatsausschuss wird sich eher übergreifend mit den Zielen befassen. Aber wenn sozusagen die Verfehlung der Indikatoren dann zur Verfehlung eben auch der Klimaziele führt, wird er sich auch damit befassen. Aber er wird sich sozusagen nicht im Detail mit jedem einzelnen Indikator regelmäßig befassen. Dafür sind die entsprechenden Fachebenen erforderlich, aber wenn es beispielsweise zur Erfüllung eines Indikators zu Konflikten kommt, die nicht gelöst werden können auf der Fachebene, dann wird sich selbstverständlich auch der Senatsausschuss damit befassen. So, weitere Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Und soweit ich weiß, möchte Frau Dr. Karcher noch 2-3 Punkte ansprechen, beziehungsweise berichten, bitte. Genau, noch 3 kurze Punkte aus der Arbeit des Senats. Eine kurze Erfolgsmeldung auch aus dem Bereich Energiesparen. Die Beratungsstelle für nachhaltiges Bauen und Sanieren, Bauinfo Berlin, startet in die Pilotphase. Zunächst mit einer Hotline und E-Mail. Diese Beratung richtet sich an private EigentümerInnen und BauherrInnen, die beim energieeffizienten Bauen bzw. Sanieren beraten werden. Dann, das ist Ihnen bereits zugegangen, das heißt, das müssten Sie haben und wissen. Dem Abgeordnetenhaus ist die
der Entwurf der Neufassung des Landesemissionsschutzgesetzes am 5. Mai zugeleitet worden. Der Prozess dieser Neufassung ist in der letzten Legislaturperiode gestartet worden. Da hat auch die Anhörung der beteiligten Kreise und die Beteiligung des Landes Brandenburg stattgefunden. Diese Anhörungen finden jetzt nicht erneut statt, da sich der Entwurf nicht geändert hat. Aber die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses hat sich selbstverständlich geändert. Deswegen ist Ihnen das nochmal zugegangen. Das geht jetzt weiter. Das ist hier bei uns intern die Vorlage gezeichnet wird und dann die Befassung des Senats erfolgt, also die interne Abstimmung im Senat, die Beteiligung des Rats der BürgermeisterInnen und dann die zweite Befassung des Senats und die Überweisung an das Abgeordnetenhaus nach der Sommerpause. Das heißt, Sie haben auf Basis des Entwurfs dann auch schon Zeit gehabt, sich damit zu befassen und vorzubereiten. Die Neufassung ist im Wesentlichen notwendig geworden durch Entwicklungen in der Rechtsprechung, durch Vollzugserfahrungen, die jetzt einfließen sollen und durch einige Punkte, wie beispielsweise Lärmschutz, die neu aufgenommen werden sollen. Dann letzter Punkt, ebenfalls kurze Erfolgsmeldung. Es gibt eine neue Vereinbarung zwischen den Ländern Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sowie der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt des Bundes zur engeren Zusammenarbeit bei der Bewirtschaftung der Oberhavel. Im Bereich Spree ist das mit Brandenburg und Sachsen ja schon länger vereinbart. Es ist jetzt auch für den Havelbereich und wie Sie wissen, wird das Wasser in Berlin ja nach und nach knapper aufgrund des Klimawandels, aber auch der Situation in der Lausitz. Und da ist es sehr wichtig, dass wir mit den Herkunftsregionen unseres Wassers eng zusammenarbeiten, um da langfristig planen zu können. Danke, Frau Karcher. Gibt es Nachfragen zu den letzten drei Punkten? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Punkt 2 auch damit für heute abgeschlossen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3 der Tagesordnung neu. Vorlage gemäß Artikel 62 Absatz 3 bzw. Artikel 63 der Verfassung von Berlin, Drucksache 19-0345. Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens Berlin 2030 klimaneutral, Änderung des Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetzes. Hierzu gibt es eine Anhörung gemäß § 17a Absatz 1 des Abstimmungsgesetzes. Zu diesem Tagesordnungspunkt findet heute in Artikel 62 Absatz 3 der Verfassung von Berlin in Verbindung mit § 17a Absatz 1 des Gesetzes über Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid Abstimmungsgesetz vorgesehene Anhörung der Vertrauensperson der Volksinitiative Berlin 2030 neutral statt. Wir werden insoweit heute sowohl die gesetzlich vorgesehene Beratung als auch Anhörung der Vertrauensperson im Ausschuss durchführen. Über das weitere Vorgehen informiere ich Sie dann im Anschluss an die Anhörung. Ich habe vorhin unsere Anzuhörenden begrüßt. Ich habe eine neue Information. Herr Zimmer wird doch digital eingeschaltet, nicht vor Ort sein. Dann, ich darf auch erneut die Vertrauenspersonen nochmals darauf hinweisen, dass diese Sitzung übertragen wird und im Nachhinein abrufbar sein wird. Und ich gehe von Ihrem Einvernehmen diesbezüglich aus. Ich sehe keinen Widerspruch, dann verfahren wir so. Ich gehe außerdem davon aus, dass die Anfertigung eines Wortprotokolls gewünscht ist. Da sehe ich Kopfnicken, das ist auch der Fall. Dann ist dies so beschlossen. Senatsseitig ist zu diesem Punkt außerdem zugeschaltet Frau Anne Kellerhoff. Ich sehe sie nicht, wird aber zugeschaltet. So, möchte ich dann fragen, ob das dann von Seiten des Senats eine einleitende Stellungnahme gibt oder nicht. Das ist der Fall. Frau Dr. Karcher, bitte. Ja, vielen Dank. Ja, mit dem Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens Berlin 2030 klimaneutral soll das Land Berlin durch Änderung des Klimaschutz- und Energiewendegesetzes zur Erreichung von Klimaneutralität bis 2030 verpflichtet werden.
Das ist an sich ein schönes Ziel und wir würden uns freuen, wenn wir in Berlin die Klimaneutralität 2030 erreichen könnten. Wir sind der Initiative des Volksbegehrens insofern auch wirklich sehr dankbar, dass sie mit großem Engagement mehr Klimaschutz in Berlin erreichen will und vehement einfordert. Das gibt grundsätzlich dem Anliegen des Klimaschutzes Rückenwind und ich denke, das ist gut. Wir haben als Senat einen Standpunkt zu dem Gesetzentwurf beschlossen. Darin unterstützen wir ausdrücklich die grundsätzliche Absicht des Volksbegehrens, den Klimaschutz in Berlin zu verstärken, um die Ziele des Klimaschutzabkommens von Paris zu erreichen. Allerdings halten wir die durch das Volksbegehren vorgeschlagenen Änderungen des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes Berlin nicht für ein geeignetes Mittel zu diesem Zweck, weil sie einfach die Handlungsmöglichkeiten des Landes Berlin fehleinschätzen bzw. einfach überschätzen. Also kurz gesagt, das, was mit den Änderungen gefordert wird, das werden wir einfach nicht einlösen können. Und deswegen halten wir es auch nicht für sinnvoll, das so zu beschließen. Das würde ich jetzt gerne noch kurz im Einzelnen ausführen. Zum einen, ganz wichtig, das Land Berlin hat die Erreichung der Klimaziele sozusagen auf unserem Landesgebiet gar nicht alleine in der Hand. Was mit den Änderungen gefordert würde, ist, dass wir die Klimaschutzziele, die Klimaneutralität in Berlin 15 bis 20 Jahre vor dem Bund bzw. vor der EU erreichen müssten. Ich habe ja die Klimaziele vorhin genannt. Wenn man das jetzt nochmal auf 2030 vorzieht, dann müssten wir das in sozusagen einem kleinen Gebiet in Berlin lange vor der gesamten Bundesrepublik und der EU erreichen. Und das ist schon deswegen schwierig, weil große Teile der Regelungen, die uns Klimaschutz ermöglichen, die zum Klimaschutz beitragen, sowohl die Regelungen als auch die materiellen Voraussetzungen durch die Bundes- und die EU-Ebene gesetzt werden. Das betrifft beispielsweise die Verfügbarkeit von Strom aus erneuerbaren Energien und CO2-frei erzeugten grünen Wasserstoff. Wir haben uns ja selbst auf den Weg gemacht, schon in der letzten Legislaturperiode, der vergangene Senat, Berlin möglichst weitgehend Paris-konform zu machen. Wir haben dazu eine Machbarkeitsstudie beauftragt, Berlin Paris-konform machen und es wurde ja angesprochen, ich denke, es wäre tatsächlich sinnvoll, auch in diesem Ausschuss einen Termin zu finden, wo die Autoren der Studie dann können und diese Anhörung noch durchzuführen, denn ich halte es für eine wirklich sehr gute Studie, die da angefertigt wurde, weil sie nicht nur einen abstrakten Zustand beschreibt, wie Klimaschutzziele erreicht werden könnten, sondern sich auch sehr genau die Hemmnisse, die Hürden und die real gegebenen Möglichkeiten anguckt und dabei zu dem Ergebnis kommt, dass eine Klimaneutralität in 2030 eben nicht erreichbar ist und schon die Ziele, die wir uns jetzt gesetzt haben, 2045 extrem herausfordernd sein werden. Die Hemmnisse, die aufgezeigt werden, sind beispielsweise Planungs- und Realisierungszeiträume für Vorhaben der Energie- und Verkehrsinfrastruktur. Das kann man eben nach dem geltenden Planungsrecht und nach der Verfügbarkeit der entsprechenden Firmen, die diese Infrastruktur auch bauen müssen, nicht von jetzt auf gleich machen. Wir haben ein großes Problem des Fachkräftemangels in zentralen Wirtschaftszweigen. Das werden wir in dieser Legislaturperiode auch angehen. Sowohl wir als auch SEN-IAS sind da stark dran, dass wir eine Fachkräfteoffensive starten wollen, um diesen Punkt anzugehen. Aber Fachkräfte kann man natürlich auch nicht in einem halben Jahr ausbilden. Und 2030, das sind nur noch 8 Jahre. Und bis eine Gesetzesänderung in Kraft getreten wäre, sind das noch wenige Jahre. Und das sehen wir einfach nicht als möglich an. Weitere Schwierigkeiten, die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff und anderen CO2-frei erzeugten Gasen. Und natürlich haben wir auch Zielkonflikte bei der energetischen Gebäudesanierung. Und wir sehen in den Vorschlägen des Volksbegehrens keine Lösung für diese sozusagen auf der praktischen Ebene vorhandenen Fragen. Wir teilen, wie gesagt, den Wunsch nach einer schnelleren
Klimaneutralität, nach mehr Klimaschutz. Wir sehen aber nicht, wie diese Hemmnisse aufgelöst werden können. Und die gesetzliche Verankerung von aus unserer Sicht unerreichbaren Zielen wäre aus unserer Sicht kontraproduktiv, weil das so eine trügerische Sicherheit schaffen würde, sei ja, die Ziele sind jetzt gesetzlich verankert, dann werden die schon eingehalten, aber das wird einfach nicht passieren. Wenn wir diese Ziele gesetzlich verankern, dann werden sie deswegen einfach trotzdem nicht eingehalten und wir laufen halt nur in die Verletzung der gegebenen Gesetze und würden damit das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in das Gesetz möglicherweise erschüttern. Das aktuelle Klimaschutz- und Energiewendegesetz, möchte ich vielleicht zum Abschluss noch sagen, ist bereits eines der ehrgeizigsten Landesklimaschutzgesetze, die wir in Deutschland haben. Und wir werden das jetzt mit der Fortschreitung des BEK noch weiter konkretisieren und eben auch die geforderten ganz konkreten Indikatoren einbauen, um zu einer möglichst schnellen Nachsteuerung zu kommen. Wir werden versuchen, die Klimaneutralität so schnell wie möglich zu erreichen, aber ich sehe in der Tat einfach keine Möglichkeit, das bereits 2030 zu schaffen. So, vielen Dank, Frau Staatssekretärin Dr. Karcher. Damit kommen wir nun zur Anhörung. Wie bereits angekündigt, haben Sie jeweils, ich meine die Anzuhörenden, fünf Minuten. Ich sage es nochmal, bitte 5 Minuten, nicht länger, wir tagen bis 12 Uhr, für Ihre einführenden Stellungnahmen. Ich bitte Sie, auf die Zeit zu achten. Wie gesagt, da die Anhörung von 5 Personen erfahrungsgemäß viel Zeit in Anspruch nimmt. Ob Sie sich selbst auf eine Reihenfolge verständigt haben oder soll ich die Vertrauenspersonen nacheinander aufrufen, nach der alphabetischen Reihenfolge? Wir haben eine Reihenfolge. Wir hätten gedacht, dass erstmal Frau Auer startet, dann Herr Zimmer und dann ich, anschließend Volker Quaschning und dann Frau Schäfgen. Gut, danke, Frau Kramer. Dann würde ich das Wort an die Initiative erteilen und es dann, entschuldigen Sie, war das Frau, aber war das die digital eingeschaltet ist? So, wie hören Sie? Sehr gut, hören ja, Sie mich? Ja, wir hören Sie gut. Sie haben das Wort, Frau Auer. Ja, ganz herzlichen Dank. Also in dem Sinne möchte ich mich zuerst auch mal hier an die Runde noch mal ganz herzlich bedanken im Namen von uns allen, dass wir das Forum heute bekommen und sprechen können. Wir wissen das sehr zu schätzen. Und genau, ich bin leider gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, deswegen werde ich mich auch kurz halten. Genau, ich sehe, ich verdopple mich. es scheint zu gehen. Genau, und würde gerne über Realismus sprechen und mich auch bei Frau Dr. Karcher bedanken, dass sie uns erklärt hat, was die Hintergründe sind, warum sie Klimaneutralität 2030 für unrealistisch halten. Und mein Thema heute ist wirklich, warum ich als Wissenschaftlerin trotzdem Klimaneutralität 2030 unterstütze. Diese Zielmarke mag vielen als unrealistisch erscheinen, aber was ich in meiner wissenschaftlichen Arbeit sehe, ist auch, dass bei den Transformationsszenarien, die dort gerechnet werden, eine andere Art von mangelndem Realismus vorherrscht. Und wenn man zum Beispiel die Verkehrswende nimmt, dort müssen wir sehr viel diskutieren, dass eine echte Mobilitätswende absolut nicht realistisch ist. Niemand kann sich vorstellen, dass Menschen so schnell und so umfassend auf ihr Auto verzichten und auf andere Verkehrsträger umsteigen. Und im selben Moment muss man sich aber diese Transformationsszenarien anschauen und die Alternative sehen, und die sind geprägt, diese Alternativen, von Technokratie und Anspruchsdenken, muss ich leider sagen. Und dort werden dann in der Zukunft einfach Tech-Parameter aufgedreht. Und da spreche ich noch nicht mal davon, ob wir die Ressourcen haben, dass wir massenhaft Elektroautos haben, sondern wegen der angenommenen Trägheit in unseren westlichen Gesellschaften geht man zusätzlich davon aus, dass später plötzlich synthetische E-Fuels, negative Emissionen und so weiter umfassend zur Verfügung stehen, um die Verfehlungen der Vergangenheit zu kompensieren.
Und ich finde, dass Realismus in diesem Kontext leider ein sehr dehnbarer Begriff wird. Und ich bitte Sie, dass Sie sich das auch immer vor Augen führen. Die Frage ist, welche Generation sich mit unrealistischen Herausforderungen auseinandersetzen muss. Der letzte IPCC-Bericht hat seine Einschätzung, wann wir das erste Mal 1,5 Grad Erwärmung erleben werden, drastisch nach unten korrigiert. Aus einem Intervall, das bis 2050 ging, ist nun mit größter Wahrscheinlichkeit geworden, dass es in den 2030ern passieren wird. Das sind auch noch ungefähr 10 Jahre. Wir haben jetzt 1,1 Grad Erwärmung und ich glaube, wir haben den fünften Dürresommer in Brandenburg. Also allen in diesem Raum, glaube ich, dürfte klar sein, dass die Klimafolgen schneller und stärker kommen, als es jemals von der Wissenschaft projiziert wurde und dass uns die Zeit davon läuft. Der Klimawandel ist nicht weit weg, sondern die Einschläge kommen näher und werden häufiger und nichts mit der Verschärfung der Lage wird in dieser Stadt einfacher werden. Sicher können wir auf Innovationen zählen, aber wir sollten uns nicht auf Technologien verlassen, die heute nur auf Demonstrationsniveau existieren und niemand weiß, ob sie jemals skalieren können, da sie ironischerweise auf Unmengen von Energie basieren. Mit der Physik lässt sich nicht verhandeln und deswegen ist Klimaneustadt ein wichtiger Partner, ein Leuchtturm, der die politischen und sozialen Kräfte genau daran erinnert. Mit der Physik lässt sich nicht verhandeln. Wir müssen tun, was wir heute tun können. Geben Sie den Druck weiter an die Bundesparteien, wenn Ihnen die Hände gebunden sind. Wir dürfen nichts, aber auch gar nichts auf die lange Bank schieben. Für Berlin wünsche ich mir bei der Transformation eine, ich würde es fast nennen, feministische, inklusive Handschrift, die umsichtig die Mittel und Ressourcen wählt und nicht auf irgendwelche technischen Wunder in der Zukunft setzt. Vielen Dank. Ich gebe weiter an Herrn Zimmer. Vielen Dank, Frau Dr. Auer. Das mache ich. Weitergabe ist meine Aufgabe. Ja, ist kein Problem. Danke. Herr Zimmer ist als Nächster dran. Herr Zimmer, Sie sind digital eingeschaltet. Ich würde erstmal Technik kontrollieren, wenn Sie ein paar Wörter sagen, ob wir Sie hören. Hallo. Ja, wir hören Sie gut. Hallo. Sie haben das Wort, wir hören Sie gut, Herr Zimmer. Sie haben das Wort, bitte schön. Ja, danke für das Wort. Ich bin jetzt leider auch nur digital dazu, wegen starken Verdacht auf Corona-Infektion. Ich wollte Sie jetzt nicht gefährden. Und genau, ich spreche als Vertrauensperson, als Mitglied von Klimaneustart. Ich bin da seit 3 Jahren aktiv und Sie kennen uns ja auch aus den letzten Jahren. Wir hatten ja die Anerkennung der Klimanotlage mit unserer ersten Volksinitiative durchgesetzt. Auch dank uns tagt jetzt hier dieser Klimabürgerinnenrat, den hatten wir ja angeregt. Wir hatten den auch durchgesetzt mit unserer zweiten Volksinitiative. Und jetzt haben wir eben unser Volksbegehren letztes Jahr eingeleitet, um die Berliner Klimaziele in Einklang mit dem Pariser Abkommen zu bringen. Bei allen 3 Sammlungen war ich auf den Straßen und Plätzen auch selbst unterwegs. Ich habe, glaube ich, in den letzten 3 Jahren, ich habe es mal überschlagen, mit rund 10.000 bis 15.000 Menschen gesprochen. Und ich habe dort auf der Straße einen enormen Zuspruch wahrgenommen gegenüber einem stärkeren Klimaschutz, als er in Berlin aktuell zu beobachten ist. Wir hatten jetzt gestern auch den Crowdfunding-Contest von der Hertie-Stiftung gewonnen. Wir haben da unsere Funding-Summe mehr als verdoppelt und sind als Sieger rausgegangen. Ich glaube, auch das zeigt einen sehr breiten Rückhalt für entschlossenen Klimaschutz und auch, dass wir durchaus mobilisierungsfähig sind. Ganz grob zusammengefasst fordern wir ja, Sie hatten es vorhin schon angerissen, die Anpassung der Klimaziele. Wir wollen, dass im Gesetz festgeschrieben wird, dass Berlin bis 2030 95% der Emissionen reduziert, bis 2025 als Zwischenschritt bereits 70%, also ein Vorziehen der Klimaziele. Wir wollen auch, dass alle Treibhausgase berücksichtigt werden und dass die Ziele im Gesetz zu Verpflichtungen werden, um das Ganze noch ein bisschen verbindlicher zu machen. Und uns ist auch wichtig, die Transformation sozial gerecht zu machen, also dass bestehende soziale Ungerechtigkeiten, die eventuell verschärft werden, dass die auch ausgeglichen werden und dass der Senat auf jeden Fall alles tut, um zu reduzieren, bevor CO2-Emissionen einfach nur kompensiert werden.
Bei diesen Forderungen, wir hatten uns da in unserer Gruppe auch lange drüber unterhalten und diskutiert, was wir eigentlich fordern können, was wir fordern sollen. Und wir gehen bei diesen Forderungen nicht davon aus, was Sie gerade für realpolitisch machbar halten, sondern wir sind davon ausgegangen, was die Wissenschaft sagt, nämlich, dass unser Budget bald aufgebraucht wird. Ich glaube, Professor Quaschning wird dazu auch noch mehr sagen. Und Frau Jarasch hat jetzt, und Sie hatten jetzt gerade vorhin auch das nochmal betont, zu Ihrer ablehnenden Haltung, dass wir keine neuen Ziele mehr bräuchten, sondern jetzt wirksame Maßnahmen. Diesem zweiten Punkt stimmen wir auch absolut zu. Da haben Sie zum Ende der letzten Legislaturperiode ja mit der Novelle des EWG auch einige sinnvolle Entwicklungen angestoßen, auf den Weg gebracht. Die Solarpflicht leider nur auf Neubauten und bei Renovierungen von Dächern, aber zum Beispiel auch die Elektrifizierung der öffentlichen Fahrzeugflotte und, was wir sehr sinnvoll halten, der Einstieg in die ökologische Regulierung der Fernwärme. Das sind sinnvolle Maßnahmen. Aber all diese Maßnahmen und auch das jetzt gerade neu vorbereitete BEK gehen davon aus, dass wir noch bis 2045 weiter emittieren können. Und das ist nicht der Fall. Und Sie haben da jetzt betont, wir bräuchten neue Maßnahmen und wir sollen jetzt hier nicht einfach nur die Ziele verschärfen. Wir als zivilgesellschaftliche Gruppe wollen aber jetzt hier auch nicht von oben herab Maßnahmen diktieren und irgendwie als BesserwisserInnen auftreten, denn die eigentlichen Expertinnen und Experten für gute Lösungen sitzen in den Kiezen, die sitzen in den Mietshäusern und die sitzen eben nicht nur in Expertenkommissionen. Darum haben wir ja letztes Jahr den Klimabürgerinnenrat durchgesetzt. Wir wollen die Bevölkerung eben beteiligen und ihre Erfahrungen, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten nutzen und sie bei der Transformation, bei dieser schnellen Transformation, die durchaus wahrscheinlich auch die eine oder andere Hürde nehmen werden muss. Wir wollen bei dieser Transformation die Bevölkerung eben mitnehmen. Zudem, Sie hatten gesagt, Berlin ist ja ohnehin schon Vorreiter im Klimaschutz. Da sagen wir, nein, das ist Berlin leider nicht mehr. In 75 Städten Deutschlands laufen ähnliche Bürgerbegehren. Zahlreiche Stadtregierungen haben sich mittlerweile dazu verpflichtet, bis 2030 oder 35 klimaneutral zu werden. Und wir sind tatsächlich so ein bisschen verwundert, warum Berlin sich nicht bei dem EU-Programm beworben hat. Über 100 Großstädte und Hauptstädte haben sich in diesem EU-Programm jetzt dazu verpflichtet, bis 2030, zum Teil auch erst 35, klimaneutral zu werden. Darunter Städte wie Athen, Rom, Mailand, Budapest, Marseille, Barcelona, Madrid, auch eine 3,5 Millionen Einwohnerinnenstadt, Stockholm, Rotterdam oder auch in Deutschland Frankfurt am Main und München. Und Berlin hält nach wie vor im Zieljahr 2045 fest. Sie argumentieren, Berlin könne da manche Sachen gar nicht regeln, die dafür aber geregelt werden müssten. Die lägen auf Bundesebene oder auf EU-Ebene. Da frage ich Sie, wie machen das denn diese anderen Städte? Wie will denn das München hinkriegen? Also wir denken, dass da durchaus noch Spielraum ist. Wir können jedenfalls nicht noch 23 Jahre weiter diskutieren und uns Zeit lassen. Wir müssen jetzt massiv runter mit den Emissionen und uns nebenbei auch unabhängig machen von Autokraten und Diktatoren. Und dass Veränderungen ganz schnell möglich sind, das haben uns ja die letzten beiden Jahre während der Pandemie gezeigt. Da waren breite Radwege plötzlich über Nacht möglich, was sonst 7 bis 9 Jahre dauert. Also solche Maßnahmen können und müssen eben schneller gehen. Lassen Sie uns daher bitte jetzt wirklich zusammenarbeiten. Werden Sie Ihrer Verantwortung für das Wohl der Stadt und auch der zukünftigen Generation gerecht und machen Sie die schnelle Transformation zu einem klimaneutralen Berlin zu Ihrer Herzensangelegenheit. Danke. Danke, Herr Zimmer. Als Nächste ist Frau Kramer vor Ort dran. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, hallo alle miteinander, verehrte Abgeordnete. Danke, dass wir heute hier sein können und über unsere Anliegen sprechen. Mein Name ist Clara Kramer. Ich bin aktiv bei Fridays for Future und auch im Bündnis hinter diesem Volksbegehren. Ich muss es eigentlich gar nicht so weit ausführen. Die Klimakrise spitzt sich immer weiter zu. Katastrophen nehmen in ihrer Häufigkeit und Intensität auch immer weiter zu. Das sehen wir einerseits weltweit, wenn wir gerade an Indien oder Bangladesch denken, mit Hitzewellen von über 50 bis 60 Grad. Das sehen wir aber auch in Europa und Deutschland, wenn wir beispielsweise an das Ahrtal denken oder auch an die extreme Trockenheit, gerade im Osten von Deutschland. Und selbst wenn wir nach Berlin schauen, sehen wir, dass an heißen Tagen im Sommer uns einfach
reihenweise Menschen zusammen kollabieren, weil sie die Hitze nicht vertragen. Das ist ein Zustand, der sich immer weiter verschärft und den wir als Gesellschaft so eigentlich nicht hinnehmen können. Berlin könnte eine so viel schönere, lebenswertere und gesündere Stadt für uns alle sein, wenn wir entsprechend handeln. Und für uns heißt entsprechendes Handeln, dass Berlin seinen Beitrag zum Pariser Klimaabkommen erfüllt und bis 2030 klimaneutral wird. Genau deswegen steht die Klimagerechtigkeitsbewegung in Berlin hinter diesem Volksbegehren. Organisationen wie Fridays for Future, XR, andere For Future-Gruppen, Klug, Changing Cities, Fossil Free Berlin, die Grüne Liga etc. etc. teilen diese Forderungen nach einem klimaneutralen Berlin bis 2030. Erst letztes Jahr, Anfang letztes Jahres, hat Fridays for Future Berlin zum Beispiel auch seinen Forderungskatalog veröffentlicht, in dem ebenfalls gefordert wurde, dass Berlin bis 2030 klimaneutral werden soll. Und auch Initiativen und Organisationen, die nicht explizit etwas mit Klima zu tun haben, wie beispielsweise die Expedition Grundeinkommen oder der Heimathafen Neukölln unterstützen uns. Denn Klima ist, das darf man immer nicht vergessen, ein unfassbar intersektionales Thema, da man kann es nicht separat betrachten, denn es spielt in so viele andere Lebensbereiche und Themen mit hinein. Ob es jetzt Wirtschaft, Gesundheit, Sicherheit ist oder auch gerade in Berlin Themen wie Bauen, Wohnen, Miete. Zudem, was ich gerne betonen möchte, ist, dass die Klimakrise unfassbar viele Gerechtigkeitsfragen aufwirft. Gerade und insbesondere bedeutsam auch für mich die Frage nach der Generationengerechtigkeit. Das Bundesverfassungsgericht hat beispielsweise in seinem Urteil von letztem Jahr bestätigt, dass die Freiheit von künftigen Generationen durch eine zu schwache Klimapolitik gefährdet ist. Wenn heute notwendige Maßnahmen nicht ergriffen werden, müssen sie in Zukunft so stark ausfallen, dass die Grundrechte von künftigen Generationen eingeschränkt werden könnten. Anders als vielleicht viele andere hier im Raum werde ich noch eine 2,5 Grad heißere Erde erleben, wenn die Entwicklung so weitergeht. Und danach sieht es auch aktuell aus. Ein Mensch, der heute jünger als 10 Jahre ist, könnte sogar eine 3 Grad heißere Welt erleben. Natürlich auch andere Gerechtigkeitsfragen spielen eine unfassbar wichtige Rolle. Nicht zu vergessen beispielsweise die soziale Fragen. Fragen der Bildungs- oder der Einkommensgerechtigkeit sind unfassbar wichtig und müssen bedacht werden. Und eben weil die Klimafrage eine so krasse Gerechtigkeitsfrage ist, ist es umso wichtiger, dass alle Maßnahmen, ob es jetzt im Bund, im Land oder Europa ist, unbedingt sozial gestaltet werden müssen. Denn auch die Stadtgesellschaft hier in Berlin, überhaupt die Zivilgesellschaft, müssen die Maßnahmen natürlich auch mittragen. Ein Punkt, den ich auf jeden Fall noch machen möchte, wir kennen schon viele Aussagen, dass Berlin auch besonders fortschrittlich und ambitioniert sei und seine Emissionen auch bereits stark reduziert hat. Jedoch frustriert es engagierte Leute, Menschen in der Klimagerechtigkeitsbewegung und Menschen, die sich damit beschäftigen, dass es frustriert extrem, dass solche Aussagen getroffen werden, obwohl wir sowohl in Deutschland, aber auch hier in Berlin auf keinen Fall auf einem 1,5-Grad-Pfad sind. Und genau das müsste ja unser Anspruch sein. Bis dahin müsste es heißen, okay, wir haben zwar schon Schritte getan, aber wir müssen noch ambitionierter sein, denn wir sind noch nicht auf diesem Pfad. Es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass die Weltgemeinschaft, dass jedes Land, jede Stadt handeln muss. Bereits im Koalitionsvertrag von 2011 stand, dass Berlin bis langfristig klimaneutral werden muss. Es gab 2019 im AGH hier eine Debatte, in der auch gesagt wurde, hey, wir haben ein Budget, und das ist Anfang der 20er, 30er Jahre aufgebraucht. Und letztes Jahr saß Frau Auer bereits in der Anhörung zum Klimabürgerinnenrat im Ausschuss und hat gesagt, wir haben ein Budget und das ist bis 2030 aufgebraucht. Das sind alles Jahre, die verstrichen sind, die wir nicht genutzt haben, die verloren sind. Seit Jahren demonstriert die Klimagerechtigkeitsbewegung Machtaktionen, aber die politischen Ziele sind immer noch nicht ausreichend angepasst worden. Daher wollen wir gerade auch mit diesem Volksbegehren zeigen, viele Menschen in Berlin sind auch bereit, mutige Schritte zu gehen, Veränderungen anzunehmen, um künftigen Generationen eine lebenswertere Stadt und auch eine lebenswertere Welt zu hinterlassen. Der Zeitraum, in der wir überhaupt noch Einfluss auf die Klimakrise nehmen können, wird immer und immer und immer kleiner. Und wir haben es schon so oft gesagt, es ist unbedingt wichtig, dass wir jetzt beginnen, dass wir jetzt Maßnahmen ergreifen, dass wir jetzt loslegen. Genau, vielen Dank. Danke, Frau Kramer. Als Nächster ist Herr Prof. Dr. Quaschning dran und er ist digital eingeschaltet. Würde er mir einen Test, kurz Techniktest ja. machen? Check. Ja, wir hören Sie. Wir hören Sie. Sie haben das Wort, bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Volker Quaschning. Ich bin Professor für regenerative Energiesysteme hier in Berlin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft und möchte auch noch mal kurz meine Darstellung hier von der Thematik dann liefern. Das heißt also, wir haben von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern schon die Dringlichkeit erkannt. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Pariser Klimaschutzabkommen eingehen. Das heißt, hier haben wir verbindliche Ziele, die auch der Deutsche Bundestag ratifiziert hat, die globale Erwärmung deutlich unter 2, möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Und
wenn wir das nicht schaffen, werden die Folgen eigentlich katastrophal sein. Wir sehen jetzt schon bei der 1,1-Grad-Erwärmung katastrophalste Veränderungen. Sie haben wahrscheinlich in den Medien die Situation in Indien verfolgt mit dramatischen Temperaturen, die auch dazu führen, dass die Landwirtschaft in Indien dieses Jahr nicht die Erträge bringt, um das mal so ein bisschen ein bisschen diplomatisch noch auszubringen. Wir haben gleichzeitig noch die Krise in der Ukraine. Das heißt, wir werden auch vor allen Dingen durch die Ereignisse in Indien dieses Jahr eine der größten Hungersnöte weltweit haben. Das heißt einfach, die globale Erwärmung wird dieses Jahr schon dafür sorgen, dass zig Millionen Menschen sterben. Das heißt also, unsere Verfehlung des Klimaschutzes der letzten Jahre sorgt für Tote. Und das müssen wir vor Augen haben. Das heißt also, wenn Sie im Herbst diesen Jahres die schrecklichen Bilder der Hungersnöte sehen werden, dann denken Sie auch daran, dass das auch ein Urteil oder eine Folge der Verfehlung unserer Klimaziele der letzten Jahrzehnte ist. Wir haben dazu noch das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Das heißt, da war ich auch Kläger. Das heißt, das Bundesverfassungsurteil ist relativ klar. Es stellt also auch das Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens in die zentrale Handlungsoption, die Politik machen muss. Das heißt also, es ist hier nicht verhandelbar, sondern auch hier, es ist verfassungsgemäß vorgegeben, dass wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten müssen. Wenn wir jetzt auf die Wissenschaft schauen, gibt es CO2-Budgets, die wir einzuhalten haben. Das hat der IPCC, also der Weltklimarat, berechnet und auf Basis der Vorgaben des IPCC, was wir an CO2 noch ausstoßen dürfen, hat der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltfragen der Bundesregierung vor gut zwei Jahren Budgets für Deutschland ausgerechnet, also runtergebrochen, was Deutschland noch ausstoßen darf, um die Klimaziele zu erreichen. Wollen wir auf den 1,5-Grad-Pfad gehen, ist das deutsche Budget bereits im Jahr 2030 aufgebraucht. Wollen wir noch bei 1,7 Grad enden, dann wäre das Budget bis 2035 aufgebraucht. Es gibt keine wissenschaftliche Untersuchung, die zeigt, dass mit einer Klimaneutralität von 2045 noch das Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens möglich ist. Das heißt, wir werden dann die 2-Grad-Grenze reißen. Wir werden nicht mehr deutlich unter 2 Grad bleiben. Und deswegen verletzt eine Klimaneutralität 2045 nicht nur das Pariser Klimaschutzabkommen, sondern auch die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Das heißt, ein Ziel Klimaneutralität 2045 ist aus meiner Sicht in Deutschland nicht verfassungskonform und das werden künftige Gerichtsurteile noch bestätigen. Also insofern, dann werden Sie gerichtlich dazu gezwungen werden, diese Ziele vorzuziehen. Deswegen handeln Sie doch einfach jetzt, bevor hier wieder ein Gerichtsurteil kommt und das Ganze entsprechend macht. Das heißt, es kann nicht sein, dass wir von 1,5 Grad Celsius sprechen, vom Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens, aber dann in Deutschland und auch in Berlin Ziele festlegen, mit denen es wissenschaftlich gar nicht möglich ist, diese Sachen einzuhalten. Man darf sich auch nicht als Berlin hinter Deutschland oder der EU verstecken. Und wir sehen gerade, dass es eine große Bewegung in anderen Ländern gibt. Ich hatte vor der Sitzung hier einen Call noch mit Australien. Und in Australien haben wir eine neue Regierung. Selbst Australien möchte jetzt 2030 klimaneutral werden. Das heißt also, so ein großes Land möchte also das entsprechend vorziehen. Und das zeigt doch, dass wir eine Bewegung haben. Das heißt, machen Sie eine ehrliche Klimaschutzpolitik und wenn Sie sagen 2045 und Sie sagen, es ist nichts anderes möglich, dann müssen Sie auch kommunizieren, dass Sie bereit sind, das Pariser Klimaschutzabkommen nicht einzuhalten. Natürlich brauchen wir große Anstrengungen, das bestreitet niemand. Also die Herausforderungen, das einzuhalten, sind enorm. Wir brauchen eine wahnsinnig schnelle Verkehrswende. Das heißt, mit dem weiteren Betrieb von Benzin- und Dieselautos werden wir in Deutschland nicht klimaneutral werden können. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir diese Stadt von Verbrennungsautos befreien können. Und wir müssen natürlich auch den Ausbau erneuerbarer Energien entsprechend vorantreiben. Die HTW Berlin hat hierzu eine Studie für Deutschland rausgebracht, was wir bauen müssten. Für Berlin runtergebrochen bedeutet das, dass wir rund 30 Gigawatt Photovoltaik, 7 Gigawatt Wind, das sind ungefähr 1500 Windräder, bräuchten, damit Berlin klimaneutral wird. Das funktioniert natürlich nicht auf dem Stadtgebiet in Berlin. Das ist vollkommen klar. Deswegen brauchen wir hier natürlich Partnerschaften, zum Beispiel mit Brandenburg. Und damit kann es allerdings gelingen. Und das zeigen verschiedene Studien, wie auch der Energy Watch Group, dass es durchaus möglich ist, wenn man den Raum Berlin-Brandenburg gemeinsam denkt, klimaneutral zu werden. Insofern mein Wunsch, geben Sie sich einen Ruck, respektieren Sie auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz und die künftigen Generationen werden auf Ihre Entscheidungen schauen. Zerstören Sie nicht die Lebensgrundlagen unserer Kinder. Machen Sie Berlin bis 2030 klimaneutral. Danke für die Aufmerksamkeit.
Danke, Herr Dr. Kraschning. Jetzt als Nächstes ist Frau Schäfgen vor Ort dran. Bitte schön. Dankeschön. Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren des Abgeordnetenhauses. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, unser Anliegen anzuhören. Mein Name ist Jenika Schäfgen und ich leite den deutschen Markt bei Ecosia. Ecosia ist eine 2009 gegründete Suchmaschine aus Berlin. Heute zählen wir über 90 Mitarbeiterinnen, 20 Millionen Userinnen weltweit und weisen einen Jahresumsatz von 28 Millionen Euro auf. Obwohl wir 100% der Gewinne investieren in den Erhalt des Planeten durch Baumpflanzprojekte, erneuerbare Energien und viele andere Investitionen, wächst unser Unternehmen stetig. Ich glaube, wir sind ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Wirtschaft und Klimaschutz sehr gut vereinbar sind und gut funktionieren. Als Vertreterin der Berliner Wirtschaft sage ich Ihnen, wir möchten ein politisches Maßnahmenpaket im Sinne des Pariser Klimaabkommens. Es ist in unserem Interesse. Wir fordern schnellere und eine konsequentere Umsetzung beim Klimaschutz im Sinne der Forderungen von Klimaneustart Berlin. Warum? Nun, zum einen einfach aus Überzeugung. Überall schließen sich Unternehmen zusammen in Organisationen wie zum Beispiel Entrepreneurs for Future und setzen sich dafür ein, in den eigenen Organisationen oder auf struktureller, politischer Ebene mehr Klimaschutz anzufordern. Es gibt auch Leaders for Climate Action. Beide Organisationen vertreten über 390.000 Mitarbeiterinnen und viele große Unternehmen, die Sie auch kennen. Es gibt viel mehr solcher Beispiele und das Signal ist ziemlich eindeutig. Die Wirtschaft möchte Klimaschutz. Neben der Überzeugung gibt es auch einfach ökonomische Gründe. Denn Klimawandel wird teuer, das wissen wir alle. Die deutsche Wirtschaft kann zufolge verschiedener Studienschäden in Milliardenhöhe erwarten. Ein sinkendes Bruttoinlandsprodukt und Wegfall von vielen tausenden Arbeitsplätzen. Diese erwarteten Kosten sind auch deutlich höher als die benötigten Kosten für Klimaschutz. Es ist also eine ökonomisch intelligente Entscheidung und damit im Interesse der Berliner Wirtschaft, rechtzeitig und konsequent Investitionen in Klimaneutralität anzustreben. Studien des Umweltbundesamtes und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gehen mehr auf das Potenzial von investitionsorientiertem Klimaschutz für die deutsche Wirtschaft ein. Im Vergleich zum Business-as-usual-Szenario würden wir mit einem 2-Grad-Ziel bis 2030 ein jährliches Bruttoinlandsproduktswachstum von 1% anstreben und hunderttausende Arbeitsplätze neu schaffen, stark getrieben durch das Exportpotenzial von Klimaschutzgütern. Ambitionierter Klimaschutz fördert Innovation. Es eröffnen sich neue Märkte und damit neue Möglichkeiten für die Wirtschaft, sich innovative Technologien und Geschäftsfelder zu erschließen. Das Ziel von konsequenter Klimaschutzpolitik und Klimaneutralität kann also Berlin als Wirtschaftsstandort stärken. Wir wollen Klimaneutralität und zwar am besten so schnell wie möglich. Aber dafür brauchen wir Sie, die Politik. Wir brauchen klare gesetzliche Rahmenbedingungen, denn solche eindeutigen politischen Investitionssignale sinken für uns das Investitionsrisiko. Es erhöht sich die Planbarkeit von Maßnahmen, die wir jetzt angehen müssen, die wir jetzt investieren müssen. Es erhöht sich die Planbarkeit von innovativen Strategien und eben der erwähnten Erweiterung von innovativen Geschäftsfeldern. Klimaschutz ist eindeutig die Zukunft und wir wollen, dass Berlin als Wirtschaftsstandort in der anstehenden Transformation wettbewerbs- und zukunftsfähig bleibt. Deshalb unterstützen wir Klimaneustart Berlin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, danke an alle Anzuhörenden, dass Sie sich an die Zeitvorgabe gut eingehalten haben. Gibt es jetzt eine erneute Stellungnahme des Senats? Das ist der Fall. Frau Dr. Karcher, bitte. Ja, ich denke, ich kann nicht zu allen Punkten, die hier gesagt worden sind, im Detail Stellung nehmen. Es soll ja auch noch die Möglichkeit geben, der Abgeordneten mit Ihnen zu sprechen, was ja das Hauptanliegen dieser Anhörung ist. Zunächst einmal möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für diese plastische Darstellung der Situation und wirklich auch der Dramatik, der wir beim Klimaschutz und bei den Folgen der Erderhitzung ausgesetzt sind. Und ich möchte Ihnen versichern, dass vieles, also alles, was Sie vorgetragen haben bezüglich der Folgen und der Notwendigkeiten, das teilen wir. Trotzdem können wir die Dinge nicht über das in unserer Macht Stehende beschleunigen. Ich möchte Ihnen versichern, eine Forderung, die Sie gestellt haben, machen Sie es zu Ihrer Herzensangelegenheit, die Transformation so schnell wie möglich durchzuführen. Wir haben das zu unserer Herzensangelegenheit gemacht. Das kann ich für die Hausleitung der Senatsverwaltung für Umwelt
Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz versichern. Das ist unsere Herzensangelegenheit, das so schnell wie möglich zu machen. Das gilt nicht nur für die Hausleitung, sondern das gilt auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich dafür brennen, hier so schnell wie möglich voranzuschreiten. Das ist unsere Herzensangelegenheit. Das Einzige, was Sie gesagt haben, was ich zurückweisen würde, ist der Satz: Handeln Sie einfach jetzt, geben Sie sich einen Ruck. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass irgendwas einfach wäre. Wir können nicht einfach jetzt handeln. An den Herausforderungen des Klimaschutzes ist nichts einfach, sondern das ist schwierig und kompliziert. Sonst wären wir an dieser Stelle auch schon weiter. Und die Frage ist auch nicht, dass wir uns einen Ruck geben müssten. Wir versuchen, alles in unserer Macht Stehende tatsächlich zu tun. Wir müssen und können nur als Verwaltung im Rahmen der rechtlichen Grundlagen handeln. Und da sind teilweise die Möglichkeiten eben begrenzt. Wir können beispielsweise, um jetzt mal drastische Verhaltensänderungen anzusprechen, wir können nicht befehlen, dass die Wohnungen nur noch auf 18 Grad geheizt werden, um schnell Energie einzusparen. Wir können nicht von einem Tag auf den anderen das Fahren von Benzin- und Dieselfahrzeugen verbieten. Und das wäre auch nicht sozial gerecht. Das würde auch nicht funktionieren, denn der ÖPNV ist nicht so ausgebaut, dass von einem Tag auf dem anderen im gesamten Berliner Stadtgebiet die Menschen ihre Diesel- und Benzinfahrzeuge stehen lassen könnten. Nur um mal so ein paar Beispiele zu nennen, wo eben nicht durch Verwaltungshandeln von einem Tag auf den anderen die Dinge geändert werden können. Vielleicht das als ganz kurze Antwort. Wir sehen die Dramatik und wir arbeiten an dem in unserer Macht Stehenden. Wir sehen aber eben, was auch nicht in unserer Macht steht. Beispielsweise, wenn es darum geht, den Ausbau der Solaranlagen auf Dächern vielleicht zu verhundertfachen, um tatsächlich die Ziele zu erreichen. Das ist technisch mit den vorhandenen Firmen, die wir ja auch nicht herzaubern können, einfach aus unserer Sicht so nicht möglich, so sehr wir uns das auch wünschen würden. Danke, Frau Karcher. Jetzt machen wir mit der Aussprache weiter. Dazu haben sich Herr Dr. Taschner von der Grünen-Fraktion gemeldet, dann Herr Reifschneider von der FDP-Fraktion. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Freimark und dann Frau Lerch. Jetzt Herr Dr. Taschner, Sie haben das Wort, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst möchte ich mich ganz ausdrücklich bei der Initiative bedanken, dass Sie dieses Volksbegehren angestoßen haben. Ich möchte mich bei den Berlinerinnen und Berlinern auch bedanken, die mit ihrer Unterschrift dieses Volksbegehren bisher unterstützt haben. Ich finde es sehr beeindruckend, was Klimaneustart in den letzten Jahren so an den Start gebracht hat. Das ist die dritte Initiative in sehr kurzer Zeit, wo Sie zeigen, wie wichtig dieses Thema offensichtlich den Berlinerinnen und Berlinern ja auch unter den Nägeln brennt. Und Herr Zimmerer hat ja auch vorher gesprochen von seinem Feedback beim Unterschriften sammeln, dass die Leute wirklich unterschreiben und sagen, ja, es muss mehr für den Klimaschutz getan werden. Zweimal haben wir uns Ihre Anliegen mehr oder weniger relativ schnell übernommen. Klimanotlage, Bürgerinnenrat, da haben Sie es uns leicht gemacht. Da haben Sie offene Türen eingerannt, da waren wir uns sehr schnell einig, dass wir das genauso wollen. Und auf die Ergebnisse, glaube ich, des Bürgerinnenrats sind wir alle verdammt gespannt, was da an Empfehlungen rauskommt. Wenn ich mir jetzt das aktuelle Volksbegehren anschaue, dann muss ich sagen, dann machen Sie es uns zum ersten Mal so richtig schwierig. Ja klar, wir als Grüne begrüßen und unterstützen natürlich das Anliegen des Volksbegehrens, möglichst schnell klimaneutral zu werden, dass wir auf dem Paris-Abkommen, auf diesem Pfad kommen. Und wenn wir im EWG festgelegt haben, dass wir bis spätestens 2045 klimaneutral werden, dann kann ich sagen, dass für diese Koalition diese spätestens wirklich ein Auftrag ist und nicht sagen, okay, 2045 steht drinnen, sondern so schnell wie möglich wollen wir klimaneutral werden. Wenn ich mir jetzt dann Ihre Forderungen mal anschaue, das sind ja 6 Stück geclustert auf Ihrer Webseite, dann sage ich, bei 3 habe ich das Gefühl, da komme zusammen. Einbeziehung des Flughafens war schon bei der letzten Novellierung, ich glaube, ich auf Fachebene sogar geeinigt, ist dann in den Wirren der Ende der Legislatur irgendwie noch mal rausgefallen.
Ich glaube, das ist was, was man theoretisch relativ schnell reinkommen. Auch Reduktion vor Kompensation finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Finde ich toll, dass das so prominent drinnen steht. Und auch die Berücksichtigung aller Treibhausgase, auch da habe ich das Gefühl, da lässt sich reden. Bei den anderen Punkten habe ich ein bisschen Probleme. Und da kommen dann auch ein paar Nachfragen. 70% ist das erste Zwischenziel an Reduktion, das wir 2025, das heißt in 2,5 Jahren, erreichen müssen. Und auch wenn Herr Zimmerer sagt, mit der Physik kann man nicht verhandeln, da haben Sie vollkommen recht, müssen wir doch noch schauen, was lässt sich realistisch letztendlich eigentlich umsetzen, gerade mit den 2,5 Jahren, und bis 2030 sind es dann letztendlich 7,5 Jahre. Und wenn ich mir die Stellungnahme des Senates dann anschaue, dann muss ich sagen, dann hat der Senat an manchen Punkten einfach auch einen richtig klaren Punkt gemacht, das Frau Karcher zum Teil ja auch schon angesprochen wurde, und wo mich jetzt noch mal interessiert, wenn Sie vielleicht darauf näher eingehen, wie sehen Sie das? Da haben wir den Fachkräftemangel. Herr Zimmerer, Sie sagen, Radwege haben wir auch ganz schnell umgesetzt. Pop-up fand ich auch super, fand ich toll, sollen wir auch weitermachen. Lässt sich halt einfach einfacher bewerkstelligen personell als jetzt zum Beispiel die energetische Sanierung, wo wir einen massiven Fachkräftemangel haben. Und die Frau Karcher sagt, die kriege ich jetzt nicht mal in einem Jahr ausgebildet. Vor allem, wenn ich ja dann auch möchte, dass die Sanierung ordentlich passiert. Also mit einer ordentlichen Sanierungsqualität. Es nützt mir doch nichts, dass ein Haus bloß als saniert bezeichnet wird, wenn es nicht die CO2-Einsparung macht. Das heißt, hier habe ich ein Problem. Wie kriegen wir das letztendlich zeitlich hin? Auch wie stehen Sie dazu, dass wir, und das wurde ja von Herrn Quaschnik, glaube ich, auch angesprochen, wir können uns nicht komplett mit erneuerbarem Strom hier aus Berlin versorgen. Wir brauchen andere Bundesländer, wie zum Beispiel Brandenburg. Aber die fahren, wie der Senat richtig sagt, ja auch ein anderes Klimaneutralitätsfahrplan, nämlich auf 2045 ausgerichtet. Wie kriegen wir Brandenburg letztendlich dazu, aus Berlin heraus zu sagen, hier bitte, mach doch hier mal einen massiven Ausbau an Windrädern. Wie schaut es mit dem Wasserstoff aus, den wir ja in Berlin sicherlich in Teilen brauchen, nicht überall, wo es andere Parteien durchaus wollen, sehen wir Grün das ja kritisch, brauche ich jetzt hier nicht ausführen. Aber wo soll dieser Wasserstoff letztendlich auch in dieser kurzen Zeit herkommen? Eine weitere Frage, wo ich mich interessieren würde, wie das die Initiative sieht, ist die Bilanzierung der CO2-Bilanz. Beim Strom, und das wurde vom Senat angesprochen, müssen wir immer den bundesweiten Strom mitnehmen. Das heißt, solange wir in der Bundesrepublik nicht 100% erneuerbar sind, müssen wir immer einen CO2-Rucksack der restlichen Republik mittragen und ihn hier in unserer Bilanzierung reinrechnen. Das heißt, ich komme doch gar nicht auf dieses Ziel, wenn ich sozusagen nichts an der Bilanzierungsmethode ändere. Dann, Herr Zimmerer, ich glaube, Sie haben noch mal diese 100 EU-Städte angesprochen. Da, finde ich, müssen wir schon aufpassen und genauer hinschauen. Da wird nämlich ganz gern Kompensation und enorm hohe Sanierungsquoten reingerechnet. Ja, das sind dann Sanierungsquoten plötzlich von 8%, was vollkommen unrealistische Geschichten sind. Welche Sanierungsquote bräuchten wir denn eigentlich, um letztendlich die Ziele von Klimaneustart letztendlich zu erreichen? Und zum Abschluss noch eine Frage. Es gibt ja diese sehr schöne Studie von Bürgerbegehren Klimaschutz und Kohleausstieg Berlin vom Fraunhofer-Institut. Berliner Wärmewende machbar bis 2035. Wie es genau heißt, weiß ich jetzt nicht, aber Sie wissen ja, auf was ich raus will. Da wird ja sehr gut und sehr detailliert beschrieben, wie wir sozusagen im Wärmesektor die Klimaneutralität bis 2035 hinbekommen. Jetzt sagen Sie von Klimaneustart, nee, wir wollen es noch 5 Jahre schneller. Also wo sehen Sie in dieser Studie noch das Beschleunigungspotenzial? Ich glaube, ich hab's. Vielen Dank. Danke, Herr Dr. Teschner. Als Info für unsere Anzuhörenden, wir haben jetzt eine erste Abgeordnetenrunde und dann können Sie sich melden. Dann würden Sie das Wort erteilen. Ich lese meine Redeliste vor, damit die Kolleginnen und Kollegen sich darauf vorbereiten können. Als nächstes ist Herr Reifschneider von der FDP-Fraktion dran und dann Herr Freimark von der CDU-Fraktion, Frau Lerch von der SPD-Fraktion, Herr Kocak von der Fraktion Die Linke, dann Frau Wolf von der Fraktion Die SPD und Herr Hansel von der AfD-Fraktion. Jetzt hat das Wort Herr Reifschneider, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an
alle Anzuhörenden, die uns ihre Perspektive hier nahegebracht haben und damit das Volksbegehren auch noch mal hier in den parlamentarischen Raum getragen haben. Ein Teil der Fragen von Herrn Taschner kann ich mich anschließen, denn am Ende ist es die Frage, die Sie meines Erachtens nicht ausreichend beantworten oder nicht, der Politik dann die Wegweisung mitgeben, die hilfreich wäre, wie man denn das erreichen kann. Und auch die Stellungnahme des Senats hat da schon einige Hinweise gegeben. Wir haben aktuell eine Sanierungsquote in Berlin von, ich glaube, so 0,7 oder 0,8%. Selbst nach dem Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm müssten wir mittlerweile bei irgendeiner Sanierungsrate von über 1,5% sein und die müsste sich dann in den nächsten Jahren noch auf 2,6% steigern. Und um bis 2030 klimaneutral zu sein im Gebäudesektor, bräuchten wir tatsächlich eine enorm große Sanierungsrate. Und schon heute ist es für viele, viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer schwer, entsprechende Fachkräfte zu gewinnen. Die Staatssekretärin kann sicherlich auch ausführen, wie es hier bei den Berliner öffentlichen Gebäuden gelingt oder nicht gelingt, Sanierungen durchzuführen und wie da der Zeitverlauf ist, wenn man jetzt nicht nur auf den privaten Hausbestand gucken will. Also das ist schon eine zentrale Frage. Die zweite Ebene hat eine Frage der sozialen Akzeptanz. Und wir haben in der Tat meines Erachtens eine doppelte Spaltung in der Gesellschaft. Wir haben einen zunehmenden Teil in der Gesellschaft, der frustriert ist von der Klimapolitik und sagt, wir müssten sehr viel schneller und sehr viel mehr machen. Und wir haben einen Teil in der Gesellschaft, der sich meines Erachtens davon abgekoppelt hat. Das sage ich ganz bewusst auch in meiner Sitzposition hier. Leute, die sagen, der Klimawandel sei weder menschengemacht, noch gäbe es sinnvolle Maßnahmen, um Klimawandel aufzuhalten. Und, oder die aus egoistischen Motiven sagen, naja, also mich wird es eh nicht mehr erwischen, da muss ich mich jetzt auch nicht ändern und meine Routinen überprüfen und mich auf eine Veränderung einlassen. Beides führt uns am Ende nicht auf den richtigen Weg und vertieft, diese Spaltung in der Gesellschaft vertieft unser politisches Dilemma. Denn ich halte es schon für sehr, sehr ambitioniert, bis 2045 klimaneutral zu sein und damit das Pariser Klimaabkommen bzw. die deutsche Selbstverpflichtung einzuhalten. Das Schlimmste, was aber auf diesem Weg in diesen restlichen 22,5 Jahren passieren könnte, ist, dass es in den Bundesländern oder in der Bundesregierung zu einer Koalition kommt, die geringe oder keine klimapolitischen Ansprüche mehr hat. Das hatten wir in anderen Staaten dieser Welt schon erlebt. Das könnte auch in Deutschland passieren, je nachdem, wie soziale Spaltungen sich manifestieren. Deswegen an Sie die Frage, wie glauben Sie jetzt mal, also ich verstehe sozusagen das, wie Sie mit wissenschaftlichen Argumenten vorgehen und aus den wissenschaftlichen Fakten, die Sie darstellen, ergibt sich ja noch nicht soziale Folgebereitschaft. Und das ist, glaube ich, eine der ganz großen Herausforderungen, soziale Folgebereitschaft zu erzeugen oder soziales Mitmachen zu erzeugen in der Gesellschaft, damit alle auch bereit sind oder ein hinreichend großer Teil in der Gesellschaft bereit ist, enorm hohe Kosten bereits jetzt zu schultern, um bis 2030 klimaneutral zu sein. Es ist meines Erachtens schon eine große Herausforderung, die Kosten so in der Gesellschaft zu verteilen. Und das ist mit vielen Gerechtigkeitsproblemen ohnehin schon verbunden, um bis 2045 klimaneutral zu sein. Aber ich würde mich interessieren, wie da der Ansatz ist. Denn es gibt eben tatsächlich einen sich entkoppelnden Teil in der Gesellschaft, die von Klimapolitik nichts mehr wissen wollen. Genau, mit den zwei Punkten belasse ich es erstmal. Vielen Dank. Danke, Herr Abgeordneter. Ist Herr Freimark jetzt dran? Bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ganz herzlichen Dank nochmal an die Initiative. Ich glaube, Dr. Taschner hat es ja auch schon zum Ausdruck gebracht. Sie haben ja schon einiges bewegt in dieser Stadt. Ich weiß aber auch, dass Sie in der einen oder anderen Frage, zum Beispiel bei der Klimanotlage, eine andere Hoffnung damit verbunden hatten, nämlich eine schnellere Reaktion. Und das ist tatsächlich in der letzten Wahlperiode zwar einiges Gesetzliches auf den Weg gebracht worden, aber anderes ist eben auch liegen geblieben. Und das muss man ehrlich konstatieren. Deswegen verstehe ich Ihre Ungeduld und unterstütze insofern, mit wie viel Engagement und Leidenschaft Sie darum ringen, dass wir, die 147 Abgeordneten hier in diesem Haus, vielleicht auch andere Prioritäten setzen. Also das beginnt ja bei der Budgetverteilung, wo wir ja gerade einen neuen Haushalt verabschieden werden, der zum Beispiel im Einzelplan 7
für Umwelt, Verkehr, für Verbraucherschutz, für Klimaschutz deutlichen Aufwuchs hat, aber ich sage das auch ganz klar, deutlich zu gering. Das heißt, dieses Wachstum, was wir hier regelmäßig verabreden, entspricht nicht dem, was Sie an uns herantragen und was Sie von uns erwarten. Und das Gleiche gilt, das ist etwas im Bereich der Blackbox, im Bereich des Personals. Das heißt, viele Ihrer Ideen und gerade auch der Frage des schnelleren Tempos sind ja verbunden mit personellen Ressourcen. Und Frau Staatssekretärin hat es vorhin ja zum Ausdruck gebracht bei der Frage Windenergieanlagen. Ich spüre Ihre Motivation. Ich glaube Ihnen auch, dass Sie das so schnell wie möglich voranbringen wollen. Und trotzdem fällt es Ihnen schwer, mit der Rücksicht auf die vorhandenen Ressourcen hier überhaupt einen Zeitplan zu präsentieren. Und Herr Dr. Quaschning hat ja vorhin auch zum Ausdruck gebracht, wir bräuchten, glaube ich, 1500 Windenergieanlagen. Das ist natürlich unrealistisch, hat er ja selber auch ausgeführt. Aber damit verbunden ist der hohe Druck, den wir spüren müssten. Ich glaube, hier im Ausschuss gibt es da einen relativ großen Konsens. Die Frage ist tatsächlich, wie sieht es im Hauptausschuss und im Plenum aus? Also ist es uns tatsächlich gelungen, bereits in der ganzen Stadt diese Erkenntnisgewinne zu haben und dann eben auch die Bereitschaft zu haben, wirklich über Verzicht zu sprechen, was einem Christdemokraten auch sehr schwer fällt, und über die Frage von Paradigmenwechsel fällt uns auch sehr schwer. Was uns weniger schwerfallen würde, aber die Verantwortung haben wir nicht direkt als Oppositionspartei, zu sagen, wir geben mehr Geld ins System. Und diese Frage ist bei der Frage der energetischen Sanierung relevant, sie ist bei der Frage des Ausbaus von ÖPNV relevant. Wir haben kein klassisches Entsiegelungsprogramm. Unsere 1000 grünen Dächer sind nur für 100 finanziert, abgerufen sind nur, was weiß ich, 25. Das heißt, wir sind immer wieder in derselben Spirale dieser Zeitfrage. Und deswegen sollten wir Ihr Engagement in jedem Fall zum Anlass nehmen, unabhängig davon, ob es am Ende zu einer Umsetzung dessen kommt, was Sie sich wünschen, hier uns auch immer wieder kritisch zu hinterfragen, wie wir die Zeitfrage noch mehr in den Mittelpunkt drücken und damit eben auch die personelle und die Budgetfrage. Das wollte ich mal zumindest voranstellen. Und ich muss auch nachvollziehen können, die Corona-Pandemie mit all ihren Schrecken und mit ihren Tragödien hat uns zumindest auch gezeigt, wozu wir in der Krise bereit sein können. Und wäre ich Teil Ihrer Initiative, würde ich genau darauf auch abspielen, zu sagen, Leute, da ging es doch. Da habt ihr doch ganz, ganz, ganz viel auf kurzer Zeitstrecke in Bewegung gesetzt. Und warum gelingt es jetzt nicht? Und mit dieser Frage müssen wir uns hier in dieser Runde selbstkritisch beschäftigen. Nun zu meinen wenigen Fragen. Die Gebäude sind ja ziemlich hauptverantwortlich auch in Berlin für die CO2-Emissionen. Und ich höre sehr oft etwas zum Thema Umgestaltung, Verkehr und Verbrenner aus der Stadt und Ähnlichem. Wie will die Initiative mit diesem Hauptschwerpunkt der Gebäudesanierungen umgehen? Wir haben das ja einmal im städtischen, im öffentlichen Bereich, wo die Sanierungsquote unter 1% beträgt. Das wollen wir alle ändern. Ich kenne hier niemanden im Raum, der das toll findet. Das ist so niedrig ist. Und dann haben wir ja noch einen relativ unübersichtlichen Bereich, möglicherweise im privaten Bereich. Sind wir da bereit? Ist die Koalition bereit? Sind Sie als Initiative bereit, hier deutlich mehr Geld auch zur Verfügung zu stellen, also Vermietern eine Förderung zukommen zu lassen, damit CO2 in Zukunft deutlich mehr eingespart werden können und erneuerbare Energien auch dann bei der Erzeugung von Energie in den einzelnen Wohnungen, in den Häusern eine größere Rolle spielen können. Und dann, das fand ich sehr interessant, Herr Zimmer, Sie haben angesprochen die Vergleichbarkeit anderer Städte. Über 100 andere Städte haben vom European Green Deal, von dem EU-Programm versucht zu profitieren oder werden das versuchen. Und Sie haben uns mitgeteilt, dass Berlin das nicht tut. Deswegen die Frage an Frau Staatssekretärin, wie bewerten Sie diesen, ich sag mal, Vorwurf? Warum beteiligt sich Berlin nicht daran? Wir hatten ja eigentlich heute auf der Tagesordnung den European Green Deal, um genau darüber zu sprechen, wo können wir aus Europa auch einen Mehrwert für uns abschöpfen? Also warum machen wir da nicht mit? Und gelingt es Ihnen überhaupt im Senat personell gesehen, die Vergleichbarkeiten dieser größeren Städte für uns zu nutzen? Also
wir waren ja mal mit dem Ausschuss vor einigen Jahren im Mailand, da habe ich viel, viel Grün vermisst. Da haben die dann schon auf die Balkone noch ein paar Bäume gepackt. Ellen Heusdorfer und ich waren gemeinsam da. Das war schon bemerkenswert. Wenn die jetzt also jetzt hier was vormachen würden, dann wäre ich fast schon verwundert. Deswegen, Herr Zimmer, vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit und führen noch mal ein bisschen detaillierter aus, welche Vergleichbarkeiten da sind und wo wir vielleicht auch im Rahmen von Best Practice uns mehr für Berlin holen sollten aus dem European Green Deal. Und wie gesagt, an den Senat, sagen Sie doch auch gerne ganz offen, fehlt Ihnen Personal, wie viel Personal fehlt Ihnen, können Sie an diesem internationalen Austausch überhaupt teilnehmen? Wir sind ja Mitglied in einigen Netzwerken, ich glaube auch C40 heißt das eine, da war der Senat in der letzten Wahlperiode nur zu 50% anwesend, nach meiner Kenntnis. Ich vermute mal, dass Sie das jetzt ändern, aber da sehen wir schon im Kleinen wie im Großen, welche Bedarfe noch da sind, und deswegen freue ich mich auf die weitere Diskussion. Vielen Dank. Danke, Herr Freimark. Als Nächste ist Frau Lerch dran. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich versuche mich etwas kürzer zu halten. Wir haben ja schon sehr viel gehört. Ich teile viele Fragen meiner Vorredner. Ich möchte hier noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil das auch angesprochen wurde, was ist in Berlin denn schon passiert. Frau Karcher hat auch schon einiges genannt. Und Klimaschutz gibt es ja auch nicht in Berlin erst seit 2015, sondern so schon 2005 ist damals unter Rot-Rot das Programm weg von fossilen Energieträgern gestartet worden. Auch das Pariser Klimaschutzabkommen kam ja nicht aus dem Nirgendwo und wurde uns sozusagen nur auferlegt, sondern das kommt ja auch daher, dass Städte wie Berlin, Länder wie Deutschland da auch Druck gemacht haben und sich dann auch dazu bekannt haben. Vielleicht das als kurzer Vorlauf. Ich kann mich da anschließen, dass ich mir wünschen würde, ich habe viel darüber gehört, mehr in Klimaschutz investieren, schneller werden, verbindliche die Ziele als Verbindlichkeiten. Wenn Sie hier nochmal, auch jetzt angelehnt an Herrn Taschners Fragen, also konkretere Maßnahmen, Vorschläge, wie da in der Umsetzung vorangegangen werden soll, ob das jetzt oder Sanierung des Gebäudesektors, Umstellung der Mobilität. Also haben Sie für uns noch mal ganz konkrete Vorschläge zu den Maßnahmen, die uns dahin bringen, wo Sie gerne bis 2030 hinwollen. Der zweite Punkt auch da, und das schließt an die Fragen von Herrn Reifschneider an, der Punkt der Sozialverträglichkeit. Wenn Sie in der Stadt unterwegs sind und Unterschriften sammeln und eine sehr breite Zustimmung zu stärkeren Klimaschutzmaßnahmen verspüren, finde ich das erstmal super, auch die Initiative, auch wie Herr Freimark gesagt hat, hier im Raum sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass alles am besten schneller und gestern statt morgen oder 2030 oder 2045 klimaneutral sein sollte. Aber dennoch freue ich mich auf die Ergebnisse des Klimabürgerinnenrats, die uns vielleicht auch noch mal zeigen, wie sieht die Bereitschaft in Berlin denn flächendeckend wirklich aus. Auch hier glaube ich, dass das erstmal ein Ausschnitt ist. Genau, das soweit zu meinen Fragen. Danke. Danke, Frau Lerch. Als Nächster ist der Herr Kocak dran. Bitte schön, Herr Kocak. Verehrter Herr Vorsitzender, verehrte Kolleginnen der demokratischen Parteien, verehrte Gäste des Volksbegehrens Berlin 2030 klimaneutral, vielen Dank für Ihr Input und die Vorstellung des Volksbegehrens. Danke an die Initiative Klimaneustadt und den zahlreichen Klimaaktivisten für ihr Eintreten für verstärkte und verbindliche Klimaschutzmaßnahmen. Damit trägt die Initiative auch dazu bei, dass die Klimakrise die Notwendigkeit des Ausstiegs aus fossilen Energien auf der öffentlichen Tagesordnung bleibt. Denn das ist, wie wir hören konnten, mehr als dringlich. Und wir spüren die weltweiten Folgen der Klimakrise in unterschiedlichen Ausprägungen mit Hitzewellen, Starkregen und Überflutungen, mit Wasserknappheit, Dürren und Ernteausfällen, auch hier in Berlin, auch durch steigende Preise. Deshalb ist es in dem Zusammenhang der Klimakrise wichtig, stets über Klimagerechtigkeit zu sprechen und die sozialen und gesellschaftlichen Folgen der Klimakrise zu berücksichtigen. Beim letzten Plenum wurde ich von einem Kollegen der FDP dafür kritisiert, dass ich System Change, not Climate Change fordere. Heute wird deutlich, warum konsequenter Klimaschutz in einem Wirtschaftssystem, das von der Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur profitiert, Rahmenbedingungen ausgesetzt ist, die dies blockieren. Deshalb möchte ich nochmal die Forderung von Klimaaktivisten unterstreichen, System Change, not Climate Change. Ich persönlich unterstütze die Forderung der Initiative Klimaneustadt. Es gibt genug Studien, die zeigen, wie dringlich diese Forderung von Klimaneutralität 2030 ist.
dass sie nicht unmöglich ist und es auch genug wirtschaftliche Gründe dafür gibt, dies so umzusetzen. Denn wie auch schon vorgestellt, zeigen Prognosen, dass die Folgekosten der Klimakrise höher liegen als Investitionen und somit mehr Investitionen zur Bekämpfung der Klimakrise für eine Klimaneutralität bis 2030 auch wirtschaftlich mehr Sinn macht. Daher habe ich das Volksbegehren unterzeichnet und werde auch, wenn es denn dazu kommt, auch den Volksentscheid unterzeichnen und beim Sammeln von Unterschriften die Initiative unterstützen. Dennoch möchte ich auch kurz erläutern, warum wir als Koalition das Volksbegehren ablehnen werden. Wie schon erwähnt, ein Volksbegehren, dessen Umsetzung den Rahmenbedingungen eines kapitalistischen Wirtschaftssystems ausgesetzt ist. Im letzten Jahr wurde im Auftrag des Landes eine Studie Berlin-Paris-konform erstellt, die zu dem Schluss kam, dass Berlin je nach Szenario unter den gegebenen Rahmenbedingungen voraussichtlich zwischen 2040 und 2050 klimaneutral werden kann. Bis 2030 bekommen wir nach Berlin-Paris-konform machen nicht ausreichend Häuser saniert, die Wärmeversorgung nicht ausreichend umgebaut, zu wenig zusätzliche ÖPNV-Angebote, keine vollständige Umstellung der Fahrzeugflotten, weder des privaten noch des gewerblichen Verkehrs und vermutlich auch nicht genug erneuerbaren Strom, um den steigenden Stromverbrauch zu decken und gleichzeitig saisonale Speicherung im notwendigen Maß umzusetzen. Daher schließen wir uns als Linksfraktion hier der Senatsvorlage der rot-grün-roten Koalition an und können das Volksbegehren nicht annehmen, so sehr wir das Ziel verfolgen, deutlich früher als bislang vorgesehen klimaneutral zu werden. Denn im Rahmen der Möglichkeiten des Senats ist die Klimaneutralität bis 2030 nicht umsetzbar. Und um die Rahmenbedingungen zu ändern, braucht es massiven Druck von der Straße. Erst durch den massiven Druck von Millionen Klimaaktivisten und anderen, unter anderem von Fridays for Future, Extinction Rebellion oder Ende Gelände, fand die Bekämpfung der Klimakrise an massiver Bedeutung in den Programmen aller Parteien in den letzten Jahren. Ein mögliches Druckmittel zur Klimaneutralität bis 2030 ist ein Volksentscheid, der durch Ablehnung eingeleitet werden kann. Und wie sehr Volksentscheide auf den Zeh der entscheidungsrelevanten Großkonzerne und Politikerinnen drücken kann, sehen wir aktuell mit dem Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen. In den nächsten Monaten wird sich zeigen, wie demokratisch wir als Parlament und Senat mit eigenen basisdemokratischen Möglichkeiten umgehen. Wir werden beim Thema Klimaneutralität auch immer wieder auf die Bundesebene angewiesen sein und daher auch dort weiterhin Druck machen. Herr Kollege von der CDU, zum Thema Sanierung würde ich vorschlagen, wir enteignen und sanieren selbst, sodass wir auch sicherstellen, dass es auch so schnell wie möglich umgesetzt und keine Abwälzung auf Mieterinnen gibt. Um zum Thema Zeit und Budget. Budget hatten ja auch der Kollege von der FDP angesprochen. Die Ignoranz der schwarz-roten Bundesregierung verpasste in der Vergangenheit, rechtzeitig gegen die Klimakrise vorzugehen. Obwohl die Bundeskanzlerin Ade Merkel schon als Umweltministerin... Herr Kollege, darf ich bitte zu Ende reden? Ja, aber Herr Koczek, Sie sind zu laut. Ich bin gleich fertig. Nur noch ein Absatz. Die Ignoranz der schwarz-roten Bundesregierung verpasste in der Vergangenheit, rechtzeitig gegen die Klimakrise vorzugehen, obwohl die Bundeskanzlerin Ade Merkel schon als Umweltministerin in den 90ern auf die Folgen der Klimakrise aufmerksam gemacht hat. Und auch die jetzige Bundesregierung verpasst es, die richtigen und wichtigen Schritte einzuleiten. Und der Bundeskanzler Scholz vergleicht Aktionen von Klimaaktivistinnen mit den dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte. Das ist so schräg. Und lass mich eine Forderung noch fürs Protokoll festhalten. Mehr Geld ist da, muss nur umverteilt werden. Das heißt auch, statt 100 Milliarden für die Rüstung brauchen wir hunderte Milliarden für Klimaschutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise und ihre Folgen. Vielen Dank. Danke, Herr Koczek. Als nächstes ist Frau Wolf dran. Bitte schön. Da soll man erst mal durchatmen. Und ich tue das jetzt mal ganz kurz. Also erstmal natürlich, wie auch alle anderen, kann ich nur sagen, ist es nicht selbstverständlich und auch ein längerer Kampf schon auch für Sie. Deshalb danke, dass Sie heute da sind. Und das ist ein Engagement, was ich persönlich natürlich als Sprecherin auch für Engagement extrem schätze, dass sich Menschen so zusammentun und sich natürlich auch hinten auch fachlich beraten lassen. Die Initiative ist nicht mehr klein. Es sind viele Initiativen, die sich hier zusammengeschlossen haben. Das ist, glaube ich, mal ein ganz wichtiger Aspekt. Dazu erstmal herzlichen Dank. Nicht selbstverständlich. Ne? Sie geben dafür sehr viel Zeit. Ich glaube, dass die soziale Folgebereitschaft höher ist, als was wir sogar denken. Das ist etwas, was wir vielleicht nur nicht ganz wahrnehmen. Mir persönlich ist das in meinem Umfeld zumindest so gegangen, dass es sehr viele ältere Menschen sind, die dem ganz gut folgen können. Und es sind die Jüngeren, nur die dazwischen. So, ich bin da nicht mehr so ganz, aber doch. Da gibt es schon noch einige genau dazwischen in dieser, ja. Da müssen wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit vielleicht auch leisten. Nichtsdestotrotz, hier ist ganz viel gefragt worden, ganz viel gesagt worden. Eine Aussage hat mich ein bisschen nicht irritiert, aber ich finde sie sehr interessant, weil wir haben ja eine Unternehmerin hier, eine Leiterin eines Unternehmens, Frau Schiefgen, und Sie sagen, dass die Aussage ist von Unternehmen, die deutsche Wirtschaft möchte Klimaschutz.
dann frage ich mich, warum fängt die deutsche Wirtschaft jetzt damit an? Weil das ist, Wirtschaft ist ein großer Faktor, warum vielleicht auch Klimaschutz an ganz früher Stelle noch gar nicht stattgefunden hat, weil man sich davor auch ziemlich verweigert hat. Das hat ja auch mit Kosten zu tun. Denn Innovationen liegen doch sicher in mancher Schublade einiger Unternehmen und wurden nicht rausgeholt. Also wenn ich so an die Lufthansa denke oder an andere Flugunternehmen, dann ist zumindest aus einiger Information, die man sich selbst versucht, ich bin dafür keine Fachfrau, aber nichtsdestotrotz habe ich schon auch die Aussagen gehört, na, wir könnten ja, aber wir machen das jetzt noch nicht. Kostet noch zu viel Geld oder. Also Wirtschaft ist ja auch etwas, was profitiert und muss ein Stück zurückgeben. Und jetzt wacht die Wirtschaft nämlich auf, dass sie das tun muss, weil sie das auch ganz gut verkaufen kann. Und deshalb finde ich das natürlich schön, wenn sich auch Wirtschaftsunternehmen als Initiativen unterstützen, natürlich auch durch finanzielle Mittel. Aber auch diese Unternehmen sollten sich darüber bewusst sein, dass sie auch selber anfangen können, und zwar schon lange. Also sie müssen ein Teil davon sein. So wir sagen, dass die Bevölkerung das Bewusstsein haben muss, muss die Wirtschaft mitziehen. Alle müssen das gemeinsam tun. Das geht, das kann nicht nur von einer Seite aus gesteuert werden. Und deshalb wäre meine Frage tatsächlich da auch direkt an Sie. Was meinen Sie erstens, welche Wirtschaftszweige stehen dahinter? Und seit wann, denken Sie, ist der Wirtschaft denn diese Erkenntnis gekommen? Das ist aber kein böser Angriff auf Sie. Bitte verstehen Sie das nicht falsch. Und für weitere Fragen, was Ihr Engagement angeht, sehen wir uns hoffentlich auf anderer Ebene dann nochmal. Danke. So, danke, Frau Wolf. Als nächstes ist Herr Hansel von der AfD-Fraktion dran. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch Dank an die Angehörigen für die doch klaren Ausführungen. Momentan sorgen allerdings die internationalen Spannungen und Konflikte dafür, dass die Brückentechnologie Erdgas, mit der man die Emissionsreduktionsziele immerhin um 50% hätte erreichen können, über die nächsten Jahre als unsicher anzusehen ist. Zumindest, wenn man den Konflikt nicht zügig beilegt und ein Abnahmeembargo für Erdgas aus Russland strikt ausschließt. Ich habe den Eindruck, dass bei den grünen Klimaaktivisten diese Problematik noch nicht angekommen ist. Und die Unterschriftensammlung und das erste Gesetz stammen ja auch aus der, ich nenne es mal, Vorkriegszeit, wenn immer von Zeitenwende gesprochen wird. In der Begründung werden viele aktuellen Zeitgeistthemen abgearbeitet. Es wird mit dem Gerechtigkeitsargument zum Beispiel argumentiert, dass China oder Indien weiter ihre Emissionen hochfahren dürfen, während wir unsere Emissionen reduzieren sollen. Das bringt aber unter dem Strich nichts. Es folgt einer Budgetlogik. Man unterstellt eine industrielle CO2-Hypothek der westlichen Staaten, während China ja später, aber sehr viel intensiver sich industrialisiert hat und deshalb sozusagen noch etwas gut hat in Sachen Emissionen, also Nachholbedarf, der dann okay wäre. Daher darf China weiterhin mehr emittieren, als ohnehin weltweit mit Abstand größter Emittent fährt China seine Emissionen hoch. Dadurch entsteht global gesehen ein logischer Kurzschluss, ein Paradoxon. Denn einerseits erhöht man mit dieser Logik den Globalisierungsdruck. Westliche Firmen werden immer mehr ihre emissionsstarken Produktionen versuchen, in Länder zu verlagern, die noch emittieren dürfen. Das aber erhöht den Transportaufwand und damit die Gesamtemissionen nur noch weiter. Vieles muss auch lokal und regional erzeugt und verbraucht werden, um Transportenergie nicht zu vergeuden. Die Umstellung der Technik kann aber nicht in dem Tempo erfolgen, den die Initiative unterstellt bzw. einfordert. Zudem folgen 3/4 der Welt den Pariser Klimazielen nicht oder sind von strengen Zielwerten ausgenommen. China, Indien, Afrika, ich habe es gerade erwähnt. Insofern diese Zahlen, Ziele global gar nicht das bewirken können, was sie bewirken sollen, ohne den Nachweis zu bringen, dass sie es auch bewirken. Kollege, warten wir doch mal ab. Sie kommen noch dran. Es wird von den Aktivisten offenbar vergessen, bewusst weggelassen oder verdrängt, dass weltweit überhaupt nur relativ wenige Länder sich diesem Pariser Klimaregime durch massive CO2-Emissionenreduktionen anzuschließen gedenken. Teile Westeuropas, USA, Kanada, jetzt auch Australien, wir haben es gehört. Weder die stark emittierenden und ölfördernden arabischen Ölstaaten noch Nordamerika, Indien, China oder große Teile Asiens wie Gesamtafrika und Russland sind bereit, ihre CO2-Emissionen dramatisch zurückzufahren. Ganz im Gegenteil, fahren sie beständig weiter hoch. Berlin mit einem Anteil von global 0,09% aller CO2-Emissionen könnte, selbst wenn es morgen aufhören würde zu existieren und durch eine grüne Wiese ersetzt würde, was wir, glaube ich, nicht wollen, und weiterhin unterstellt, alle Klimamodelle, die das IPCC annimmt, würden stimmen,
das globale Klima im Mittel um 0,04 Grad absenken. Wir würden also hunderte Milliarden Steuergelder nur finanzierbar durch drastische Steuererhöhungen oder einen dramatisch erhöhten, ungefähr dreifachen Schuldenberg für unsere Kinder und Enkel schaffen, um einen mit heutigen Methoden überhaupt nicht messbare Klimaveränderung zu erreichen, um im statistischen Rauschen untergeht. Das kann nicht sinnvoll sein. Zu beachten ist zusätzlich das von Hans-Werner Sinn beschriebene grüne Paradoxon, das dazu führt, dass je stärker weltweit Initiativen für den Ausstieg aus Kohle, Gas und Öl trommeln, die jeweiligen Förderländer zusammen zunehmend geneigt sind, rauszuholen, was geht, solange sie es noch können, um mit neuen Zusatztechnologien wie Fracking, durchaus deutlich umweltschädlicher als zum Beispiel das Fördern aus natürlichen Erdgasfeldern, so schnell wie möglich fossile Rohstoffe auszubeuten, solange man sie noch am Markt verkaufen kann. Momentan, krisenbedingt, explodieren ja gerade die Preise am Energiemarkt. Wir sehen das ja hier jede Woche auch im Ausschuss und auch im Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Nimmt Berlin keine fossilen Energien mehr ab, werden andere Länder mit Kusshand einspringen wie China, Indien, Asien, die USA und dann selbst die fossile Energie nutzen. Die CO2-Emissionen würden nur so verlagert, nicht reduziert. Deutschland verbaut sich momentan zudem gerade den eigenen Lösungspfad, den man zur CO2-Reduktion Paris-konform eigentlich gehen wollte. Erdgas, Herr Kollege, als Brückentechnologie bevorzugt zur Energieerzeugung eingesetzt werden, die schafft 50% CO2-Reduktion gegenüber Kohle und Öl, um dann sukzessive auf Strom und grünen Wasserstoff aus Erneuerbaren umzustellen und langfristig dann auch Erdgasverbrauch herunterzufahren. Ob das mit der geplanten Geschwindigkeit bis 2050 gelingt, ist fraglich, aber jedenfalls zumindest theoretisch möglich. Es war zumindest ein noch intellektuell und technisch nachvollziehbarer Plan. Er bedeutet zunächst übrigens, dass circa bis 2040 der Erdgasverbrauch ansteigt, um dann wieder abzusinken. Kippt man diesen Langfristplan, diesen Plan, der teuer und ambitioniert ist, aber eventuell gelingen kann, nun in die Tonne, muss man einen alternativen Plan vorlegen. Und das hat bisher niemand getan. Sie auch nicht. Der Senat muss sich also entscheiden, selbst wenn die Initiative ihren Gesetzesvorschlag nachbessert und einen real und finanziell überhaupt erreichbaren Rahmen anstrebt, wo das Geld investiert wird, da man 1 Milliarde eben nur einmal ausgeben kann. Es sei denn, man geht den Weg in den Schuldenstaat, dann ist das Limit nur noch die Schuldentragfähigkeit der Bürger, die allerdings bei mittlerweile deutlich über 50% Gesamtabgaben, Herr Kollege Lux, das sind die Tatsachen, einschließlich Verbrauchsteuern schon für Normalverdiener erkennbar endlich sind. Das ist das Thema, was wir hatten, der sozialen Akzeptanz. Wirkt man durch eine repressive Politik zudem noch die heimische Wirtschaft ab, dann sind die Steuerausfälle zu erwarten und dann ist der Weg in die Schulden- oder Inflationsspirale und in die Armut für breite Teile der Bevölkerung vorprogrammiert. Sicher kann sie DDR, der Zusammenbruch einer Ökonomie, ebenfalls den CO2-Ausstoß erheblich reduzieren. Aber Massenarbeitslosigkeit, Verarmung und darauf folgend soziale Unruhen sind dann das unschöne, sicher von keinem angestrebte Ergebnis. Es gibt nämlich diesmal keine viermal so große wirtschaftlich potente Westdeutsche Republik, die eine Gesamtbundesrepublik dann ein zweites Mal retten könnte. Für die EU gilt umgekehrt eher der alte Sinnspruch von Maggie Thatcher, dass der EU-Sozialismus dann zu Ende ist, wenn das Geld der Deutschen aus ist. Deutschland ist nun mal mit Abstand die größte Volkswirtschaft und der größte Nettozahler der EU. Vielen Dank. Danke, Herr Hansel. Jetzt ist Herr Freimark und dann bin ich dran. Herr Freimark, bitte. Ja, vielen Dank. Ich wollte nur 2, 3 Sätze noch kurz sagen und dann in der Hoffnung, dass die Initiative auch die Gelegenheit hat, uns noch mal entsprechend die Fragen zu beantworten. Herr Kotschak, Sie sind ja Teil der Koalition und möglicherweise gefällt Ihnen das gar nicht so gut. Wir hatten da ja ein bisschen größeres Interesse dran, es ist aber nicht gelungen. Also vielleicht sollten wir da noch mal drüber sprechen. Aber ein ganz konkreter Hinweis. Wir haben 57 landeseigene Gesellschaften und bei einigen von denen stellt Ihre Partei, Aufsichtsratmitglieder etc., ist in Beiräten vertreten, die sind fast alle dem Wirtschaftlichkeitsprinzip unterstellt. Das heißt, selbst beim ÖPNV, beim Ausbau in den Außenbezirken wird also nie die Frage gestellt, ob es jetzt richtig oder falsch ist, sondern immer die Frage, ist es wirtschaftlich? Und bei der HOVOG und anderen haben Sie ein ähnliches Thema. Deswegen wäre es vielleicht ganz gut, bevor Sie
ich sage mal, die ganz große Drehscheibe hier verändern wollen, dass Sie tatsächlich im Lokalen, bei dem, wo Sie jetzt schon Verantwortung tragen, uns beweisen, dass Sie Ihrer Verantwortung gerecht werden. Und wenn Sie das schaffen, dann kann man ja über weitere Maßnahmen reden. Und ich bedauere wirklich sehr, dass Sie die Initiative von vornherein ablehnen, aber trotzdem eben eine ganz, ganz große Rede dazu halten, was alles möglich wäre oder sein sollte. Also vielleicht sollten Sie Ihre Koalitionstätigkeit und Mitarbeit nochmal überdenken. Danke, Herr Freimark. Jetzt werde ich meine Rolle wechseln vom Ausschussvorsitzenden zum Sprecher der Grünen Fraktion für Ernährung und Landwirtschaft und Naturschutz. Wenn wir über den Klimaschutz, Klimakrise reden, dann reden wir oft über Gebäudesanierung, heute auch hier, Mobilität und etc. Und wir reden kaum über die Landwirtschaft und wie wir uns ernähren. Ja, wir sollten nicht vergessen, dass es durch die Landwirtschaft Methangas, Lachgas und dergleichen ausgestoßen werden, die einige Male mehr schädlich sind als CO2. Und es kommt noch dazu, dass wir jährlich in Deutschland 15 Millionen Tonnen, ja, ein Güterzug von Lissabon bis Kapstadt, 15 Millionen Tonnen Lebensmittel schmeißen wir weg. Und darüber sollten wir uns auch Gedanken machen und ist, finde ich, wichtiger Punkt. Ein zweites Thema, das mir wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass man ja nicht nur von Realitäten redet, sondern schauen, was könnte man machen. Ich meine, wir haben ja in der Krise als Deutschland gezeigt, dass wir, ich meine, Corona-Krise gezeigt, dass wir ja, viel Geld auf der Bundesebene in der Hand genommen haben, Lufthansa mit einigen Milliarden Euro und viele andere unterstützt haben. Hier auch in Berlin haben wir viele Selbstständige und auch Unternehmen unterstützt. Und ich habe den Eindruck, dass, wenn es um die Klimakrise geht, diese Bereitschaft nicht da ist. Und ich denke, da muss ein Umdenken stattfinden, nicht nur auf der Berliner, sondern auch EU, Bundes- und auch EU-Ebene. Da stellt sich die Frage, wie weit wir die gesellschaftlichen Ressourcen, um so Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen, zur Verfügung stellen. Es wird dann deutlich teurer, Ahrtal. Es werden Milliarden kosten, damit man wieder das alles aufbaut. Ich denke, das ist immer noch nicht leider angekommen in der Gesellschaft. Und das muss sich ändern. Soweit mein Redebeitrag. Jetzt wechsle ich meine Rolle und bin ich jetzt wieder Ausschussvorsitzender. Als Nächster hat Herr Kotschak sich gemeldet. Bitte schön. Nur ganz kurz, und ich versuche leise zu reden. Mir wurde gerade gesagt, dass ich wieder zu laut bin. Ich merke das immer nicht. Ein Tipp gerade von der grünen Abgeordneten. Ich soll einfach ein bisschen weiter weg vom Mikrofon reden. Genau, Sie hatten gesagt, Herr Kollege von der CDU, dass wir im öffentlichen Bereich uns erstmal beweisen sollen. Das reicht nicht nur in den öffentlichen Bereich, es zu beweisen. Erstens verlieren wir ja dann auch wieder Zeit. Und den Zeitfaktor hatten Sie ja doch gerade selbst kritisiert. Also wir müssen jetzt sofort im öffentlichen sowie im privaten Sektor anfangen. Und wir fordern als Koalition, die Bekämpfung der Klimakrise in die Landesverfassung mit aufzunehmen. Das können wir natürlich nur mit Ihnen zusammen. Da werden wir auch sehen, wie wichtig Ihnen selbst die Klimakrise ist. Aber das würde dem Wirtschaftlichkeitsprinzip dann übergestellt und so muss es halt auch sein. Die Klimakrise ist nun mal die Herausforderung des 21. Jahrhunderts und ist wichtig, um wirklich Folgegenerationen auch ein lebenswertes Leben auch zu ermöglichen. Vielen Dank. Danke, Herr Kotschak. Herr Lux, Sie haben das Wort und wir machen gleich eine Lüftungspause. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das ist auch nur eine Frage, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir die Klimakrise nur mit demokratischen und rechtsstaatlichen Mitteln lösen können und deswegen auch total froh bin, dass wir hier eine plebiszitäres, demokratisches, direktdemokratische Debatte führen. Eine Frage Richtung Bund. Ich weiß nicht, vielleicht ist Herr Quaschnik dafür der richtige Adressat, weil ich auch viel von ihm dazu gelesen habe. Und zwar ist die Frage nach dem CO2-Preis, der nach meinem Dafürhalten ja ein Instrument ist, um über alle Sektoren hinweg Marktwirtschaft und Klimaziele zu vereinen. Welche Anstrengungen bzw. Unternehmungen haben Sie, damit der CO2-Preis auf ein realistisches Maß kommt? Welcher Höhe müsste er nach Ihrem Dafürhalten sein, um die etwas ambitionierteren Ziele, die Sie hier gerade vorstellen, auch bundesweit erreichen zu können? Danke.
Danke, Herr Lux. Jetzt machen wir eine Lüftungspause, 15 Minuten. Das heißt, wir machen um 11.06 Uhr weiter und ich bitte Sie alle so pünktlich um das pünktliche Erscheinen und dann machen wir mit den Antworten der Initiative weiter. Dankeschön. Erteilen, wer möchte das Wort? Herr Dr. Quaschning, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, dass ich noch mal reden darf. Also erstmal vielen Dank auch für Ihre Fragen und Ihre Ausführungen. Also ich habe bis in Ausnahme der AfD-Fraktion gesehen, dass es bei allen Fraktionen wirklich ein spürbares Interesse an ambitionierten Klimaschutz gibt und dass man sich nur, sag ich mal, auf dem Weg dahin uneinig ist. Und das ist ja schon mal erstmal eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Ich möchte eine Sache noch mal hier entgegnen, die gesagt wurde, wir wären ja mit 2045 auf dem Weg des Pariser Klimaschutzabkommens. Da muss man aus wissenschaftlicher Sicht ganz klar sagen, nein. Das heißt also, mit einer Klimaneutralität 2045 werden wir nicht die CO2-Budgets einhalten können, die sich aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ergeben. Das heißt, wir werden 1,5, auch 1,7 Grad reißen und wir werden auch nicht den Auftrag des Urteils des Bundesverfassungsgerichts gerecht werden können. Also das muss man nochmal ganz klar betonen. Also es gibt hier keine wissenschaftliche Untersuchung, die sagt, 2045 wäre auf dem 1,5 Grad oder Pariser Gradfahrt. Das heißt, wir werden es damit definitiv reißen. Punkt. Also daran kann man nichts entsprechend machen. Und daraus ergibt sich auch die Frage, die gestellt wurde, warum wir hier bei Klimaneustart Berlin so ambitionierte Ziele haben, also mit 70% bis 2025 oder 100% bis 2030. Das sind die Ziele, die sich aus dem Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens und dem 1,5-Grad-Pfad einfach aus wissenschaftlicher Sicht ergeben. Das heißt, das sind jetzt keine Fantasiesachen. Es wäre schön, dass wir so schnell wie möglich es hinkriegen. Das muss man einfach machen, wenn wir die Wissenschaft ernst nehmen, die Klimaschutzberichte und das entsprechend einhalten wollen. Es war jetzt eine Frage, ich will ein paar Fragen jetzt noch mal nacheinander abarbeiten. Es war eine Frage zum CO2-Preis. Die kann ich versuchen, ganz schnell zu beantworten. Wie hoch müsste ein CO2-Preis sein? Der CO2-Preis alleine wird es nicht regeln können. CO2-Preis ist ein gutes Instrument, was hilft, aber eine ganz einfache Überlegung. Wir hatten ja mal vor gar nicht so langer Zeit einen Benzinpreis oder einen Dieselpreis in der Größenordnung von 1 Euro. Jetzt sind wir in der Größenordnung von 2 Euro. Das wenigste dieser Preissteigerungen geht auf CO2-Preise zurück, das meiste eigentlich durch den Krieg in der Ukraine. Und hätten wir versucht, über einen CO2-Preis den Spritpreis auf 2 Euro zu bringen, hätten wir einen CO2-Preis von ungefähr 300 Euro die Tonne haben müssen. Also das wir einfach mal so sehen. Das heißt, und wir sehen, der Lenkungseffekt im Verkehrsbereich ist gering. Das heißt also, es passiert ein bisschen was, aber nicht wirklich viel. Das heißt, um wirklich im Verkehrsbereich nur über den Preis einen Lenkungseffekt zu haben, reden wir über Größenordnung 500 bis 1000 Euro. Das heißt, wir werden an ganz klaren ordnungsrechtlichen Rahmen und Regeln nicht vorbeikommen. Das heißt, das muss im Einklang mit dem CO2-Preis zu sein, aber der Preis alleine zeigt, im Verkehrsbereich wird es nicht klappen. In anderen Bereichen, Industrie, greift der CO2-Preis wesentlich schneller. Deswegen muss man also hier für verschiedene Bereiche auch verschiedene Instrumente einsetzen. Es wurde auch ganz klar gesagt, die Ernährungswende ist wichtig, also vollkommen richtig. Also die Landwirtschaft macht ungefähr weltweit 25% aller CO2-Emissionen oder aller Treibhausgasemissionen, da ist ja auch Methan dabei. Und deswegen ist ja auch unsere Forderung, alle Emissionen mit zu berücksichtigen, damit wir also auch diese Punkte mit abdecken. Aber im Vergleich zum Energiebereich spielt die Ernährung halt einen kleineren Bereich, deswegen fokussieren wir uns halt auch in den meisten Sachen immer auf die Energie. Es wurde jetzt auch genannt, dass Gas irgendwie eine Brückentechnologie wäre, die erstmal Kohle ersetzen soll und später irgendwann erneuerbare Energien und alles andere wäre zu teuer. Ich weiß nicht, wenn Sie so etwas sagen, ob Sie mitbekommen haben, dass Gas teuer geworden ist. Also das heißt, gerade Öl und Gas sind momentan die teuersten Energieträger. Solarenergie und Windenergie ist deutlich günstiger. Immer in den Zeiten, wo wir viel Sonne und Wind haben, sorgt das für eine Senkung der Strompreise und eine Stabilisierung der Kosten. Das heißt also, das Kostenargument gegen eine schnelle Energiewende, das zieht nicht mehr. Also das ist ein Argument von vorgestern. Und da müssen wir ganz klar sagen, und auch alle ambitionierten Studien, die das Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens vorsehen, sehen nicht vor, dass wir irgendwie erstmal Gas ausbauen und irgendwann mal in 20 Jahren Erneuerbare, sondern Gastechnologie muss gleichzeitig mit der Kohle ersetzt werden. Die Frage, ob es machbar ist oder nicht. Ich glaube, wenn Ihnen jemand vor einem Jahr gesagt hätte,
Deutschland wird versuchen, in einem Jahr aus der den Ölimporten aus Russland auszusteigen und aus 2 Jahren aus den Ölimporten, aus den Gasimporten aus Russland. Und Deutschland wird innerhalb von einem Jahr ein LNG-Terminal bauen, inklusive aller Genehmigungen. Dann hätten Sie wahrscheinlich gesagt, da träumt jemand. Ja? Das heißt also, das sind ja Sachen, die in Deutschland passieren. Und Berlin ist doch eine tolle Stadt. Ich habe im Vorfeld auf Twitter gesagt, wir versuchen Berlin zum Vorreiter für den Klimaschutz zu machen mit 2030. Und ich habe sehr viel Häme abbekommen, ja, so dass man irgendwie, ach Berlin doch nicht und das ist doch eine Loser-Stadt. Und das macht mich so ein bisschen betroffen. Ich bin gerne in dieser Stadt. Ich liebe Berlin. Es ist einfach eine tolle Stadt mit einem fantastischen Potenzial. Und mich macht es wirklich betroffen, dass man dieser Stadt nicht zutraut, weltweit und deutschlandweit Vorreiter zu sein. Und dieses Versagen oder diese Zurückhaltung oder dass wir können es nicht, das habe ich so bei einigen Abgeordneten einfach gemerkt. Das heißt, so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass man einfach so sagt, naja, wir sind dazu nicht in der Lage. Warum können wir diese Stadt nicht zum Vorreiter in Deutschland und in Europa machen? Wir waren doch auch schon mal sehr gut. Wir hatten hier eine ganz tolle Solarbranche mit der Firma Solon. Wir hatten hier Südwind. Also das heißt, wir haben hier ganz tolle Firmen, Unternehmen. Wir haben ein wahnsinnig tolles Wissenschaftsfeld. Das heißt also, wir haben ein Riesenpotenzial in dieser Stadt. Und lassen Sie uns doch dieses Potenzial ausschöpfen und einfach mal zu sagen, okay, wir schaffen das. Und wenn wir es in Deutschland hinbekommen, in einem Jahr ein LNG-Terminal zu bauen, dann werden wir es doch auch hinbekommen, andere Sachen in einer sehr, sehr schnellen Sache durchzumachen. Und wir können doch nicht einfach von vornherein sagen, naja, wahrscheinlich sind die Verwaltungswege zu lang. Es kann der Klimaschutz doch nicht an irgendwelchen Verwaltungswegen dann irgendwo dann scheitern. Zu den technischen Fragen. Gebäudesanierung. Also vollkommen klar, wir werden es nicht schaffen, in 10, auch nicht in 25 Jahren, sämtliche Gebäude zu dämmen und alle Fenster in Berlin auszutauschen. Das wird auch im Bundesgebiet nicht passieren. Deswegen gehen wir in allen technischen Studien davon aus, dass die Gebäudesanierung zwar wichtig ist, aber der wesentliche Hebel bei der Wärmewende der Heizungsaustausch sein wird. Das heißt also, wir müssen weg von der Gasheizung hin zur elektrischen Wärmepumpe. Dänemark hat das vorgemacht. In Dänemark wurde 2013 der Einbau neuer Öl- und Gasheizungen untersagt. Die haben jetzt auch nicht das Problem mit den Gasimporten, was wir jetzt aus Russland haben, weil man einfach hier vorausschauend es gemacht haben. Und wir müssen schauen, dass wir wirklich wegkommen von den Heizungen. Und wenn wir jetzt einfach sagen, okay, da brauchen wir auch noch ein bisschen mehr Personal, aber es ist wesentlich einfacher, in den Gebäuden nur die Heizung zu tauschen. Und über die elektrische Wärmepumpe, die können wir mit erneuerbaren Energien aus Deutschland versorgen und die Heizungen, die dann immer noch nicht getauscht sind, die müssen wir halt mit klimaneutralen Gasen dann entsprechend machen. Jetzt wurde auch gesagt, naja, das kriegen wir ja nicht hin, weil 2030 nicht ausreichend Wasserstoff da ist. Woher wissen Sie das? Ja, das ist ja auch so eine Frage, auch wieder so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich habe vor der Sitzung, wie gesagt, mit einem Journalisten Australien gesprochen. Die haben wahnsinnig ambitionierte Ziele derzeit, jetzt die Wasserstoff. Also wir haben eine neue Regierung, es wurde ein Regierungswechsel. Australien möchte 2030 klimaneutral sein. Die haben auch eine Kohleindustrie, die soll durch Wasserstoffproduktion ersetzt werden. Das heißt, wir sehen hier ambitionierte Sachen. Warum soll es nicht gelingen? Und jetzt bauen wir LNG-Terminals, die können wir auch auf Wasserstoffimporte umrüsten. Bis 2030, das sind noch 8 Jahre. Da kann noch relativ viel passieren. Wir können doch jetzt nicht sagen, wir beschließen keinen Klimaschutz, weil möglicherweise in 8 Jahren weltweit da nicht passiert. Das heißt, hier müssen wir auch ein bisschen darauf hoffen, dass andere Sachen dann passieren. Und im Verkehrsbereich vollkommen klar, also es wird nicht gelingen, ausreichend synthetische Treibstoffe für den Weiterbetrieb der Verbrennungsmotoren zu erzeugen. Deswegen muss eine ambitionierte Verkehrspolitik auch das Aus der Verbrennungsmotoren bis 2030 vorsehen. Also alles andere wird nicht funktionieren. Und das sind noch 8 Jahre. Ich weiß auch nicht irgendwie, warum man hier so ambitioniert ist. Das heißt also, die durchschnittliche Nutzungsdauer von Autos in Deutschland liegt bei 8 bis 10 Jahren. Das heißt also, warum können wir jetzt nicht beschließen, dass in 8 Jahren keine Verbrenner mehr unterwegs sind? Und dann kommt es immer, es ist nicht sozial ausgewogen. Die Menschen, die wenig Geld haben, haben sowieso kein Auto. Für die müssen wir den ÖPNV ausbauen. Das ist Sozialpolitik und nicht Verbrenner weiterfahren zu lassen. Und das ist also, das müssen wir hier ganz klar irgendwo hier im Fokus haben. Ja, die Wirtschaft ist dabei. Also ich denke, ich bin mit sehr vielen Wirtschaftsunternehmen, die Wirtschaft ist momentan viel weiter als die Politik, weil die haben verstanden, dass es einfach hier auch irgendwie Stranded Investment ist, wenn wir weiter auf fossile Energien setzen. Also es ist spannend auch, ich hatte vorgestern einen Vortrag in Wiesbaden bei der Finanzwelt, also da Sie kriegen heute zum Beispiel ein Kohlekraftwerk in Europa gar nicht mehr finanziert, weil Sie die Kredite da nicht mehr kriegen. Die Finanzwelt zieht die Gelder daraus ab. Das heißt also, auch da passiert richtig, richtig viel.
Sie haben vollkommen recht, auch mit der Kritik, die Sie geäußert haben, dass die Wirtschaft vor 2-3 Jahren noch gebremst hat. Aber das hat sich mit Fridays for Future auch ganz stark geändert. Und eigentlich wünscht sich die Wirtschaft mehr Klarheit. Und das muss passieren. Und natürlich, Berlin wird sich nicht alleine klimaneutral machen können. Alles, das wäre wissenschaftlich komplett Quatsch, wenn ich das erzählen würde. Natürlich brauchen wir erneuerbare Energien auch aus Brandenburg. Aber haben Sie sich schon mal mit Brandenburg zusammengesetzt und einfach mal einen Plan gemacht? Wo können Windräder, Solaranlagen, welche Mengen brauchen wir, um Berlin-Brandenburg klimaneutral zu machen? Und wo stehen dann die Anlagen, dass man hier einen Masterplan mal entwickelt? Das muss man doch jetzt auf den Weg bringen. Und wenn man an solchen Sachen nicht arbeitet, dann wird das natürlich nichts bis 2045. Das heißt, wir brauchen das. Die Bundespolitik ist ja auf dem richtigen Weg, unterstützt das Ganze auch. Und deswegen glaube ich, wenn wir jetzt wirklich diese Aufbruchstimmung haben und in diese tolle Stadt vertrauen, dass wir es auch hinbekommen, warum sollen wir da nicht Vorreiter sein und 2030 klimaneutral werden? Es wäre so toll, mal in einer Stadt zu leben, wo man stolz sein kann und wo man sich nicht immer dann irgendwie schämen muss, weil irgendwas wieder mal nicht geklappt hat. Und deswegen nochmal mein Appell, unterstützen Sie hier unsere Initiative, Berlin zum Vorreiter in Europa beim Klimaschutz zu machen. Dankeschön. Danke, Herr Dr. Quaschning. Frau Kramer, war das eine Wortmeldung von Ihnen? Nein, ich wollte vorhin nur die Redeliste, wie wir es uns gedacht haben, wer als Nächstes spricht, erwähnen. Und Quaschning hatte ja schon gestartet. Als Nächstes hätten wir gedacht, dass jetzt Frau Auer startet, dann Herr Zimmer, ich und dann Frau Schäfgen. Gut, dann Frau Dr. Auer, Sie haben das Wort, bitte. Ganz herzlichen Dank und ganz herzlichen Dank, Volker, auch schon für die tolle Ausführung. Ein Stück weit werde ich wahrscheinlich redundant sein, aber ich wollte auch noch mal kurz zur Machbarkeit sprechen und gerade weil die Gebäudewende so viel, die Klimaneutralität für den Gebäudesektor so viel angesprochen wurde. Ich meine, wie Sie so schön erwähnt hatten, sind wir natürlich auch nicht Abgeordnete in Berlin und wir machen das viel auch in unserer Freizeit, deswegen nicht jeden Hebel kennen wir. Aber ich würde gerne auch mal einen Exkurs wagen, jetzt in einen anderen Sektor, nämlich ich habe mir den Radverkehrsplan angeguckt und dort ist es so, dass sich ja seit 2013 bis 2018 der Radverkehr insgesamt um 5 Prozentpunkte erhöht hat. Der Radverkehrsplan jetzt bis 2030 wieder 5% sieht. Also das heißt, ausgehend von einem Wert, der schon 4 Jahre alt ist, bis 2030 wieder nur 5%. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, da werden einfach Chancen auch ausgelassen. Also selbst wenn wir nicht alle Details kennen, die es bei Ihnen möglich machen würden, schneller klimaneutral zu werden, das ist für mich ganz klar etwas, wo ich sage, das ist doch eigentlich ein Hebel, wo wir nicht wahnsinnig viel Geld brauchen, um CO2 zu sparen, sondern wo wir einfach kluge Lösungen brauchen, um den Radverkehr nochmal zu erhöhen. Sicherlich hat Berlin keine Fläche von Kopenhagen, sondern ist ungefähr 5-mal so groß, aber es gibt auch dafür Lösungen. Und ich denke, dass es bestimmt auch im Gebäudebereich nachgeschärft werden kann. Und ich kann Sie einfach nur bitten, geben Sie im Zweifelsfall den Druck nach oben weiter. Wir sind hier, um diesen Druck an Sie zu geben. Und das kann manchmal auch unangenehm und nervig sein, aber geben Sie diesen Druck weiter. Und erhöhen Sie, verändern Sie Ihre Prioritäten, erhöhen Sie die Budgets, die Personale und Personalstrukturen und stellen Sie diese auch in Frage, denn die Möglichkeiten sind da. Es ist einfach eine Frage, wie Herr Quaschning schon gesagt hat, wollen wir das oder wollen wir das nicht und wollen wir noch auf irgendwelche Zwischentechnologien setzen oder gehen wir den Schritt, der uns die Zukunftsfähigkeit ermöglicht. Alle, die jetzt auf Klimaneutralität gesetzt haben, freuen sich, weil sie nicht die hohen Gaspreise zahlen müssen und weil sie einfach auch reduzierte Benzin- oder keine Benzinpreise zahlen müssen. Und dann gab es auch noch Fragen zur Wirtschaft und aber auch zur Bevölkerung, zur Akzeptanz. Und da würde ich auch gerne in Richtung Ordnungsrecht abstechen. Es ist, glaube ich, eben schon so, dass eine hohe Akzeptanz da ist und dass eben wirklich die Unsicherheit das größte Problem ist, mit dem wir kämpfen. Wir hatten am PIC Stakeholder Workshops, da saßen Wirtschaftsvertreter, die haben gesagt,
gibt uns einen CO2-Preis. Er kann 100 sein, er kann 200 sein, er kann 300 sein. Es ist uns egal. Aber gibt uns einen Preis, mit dem wir planen können. Und ich glaube, diese Unsicherheit, dieses ängstliche Schrittchen für Schrittchen ist fast viel schwieriger, als jetzt wirklich zu sagen, das ist das Ziel, wir gehen jetzt diesen ambitionierten Schritt und wir machen das. Und ich glaube, in gewisser Weise gibt es in der Bevölkerung eine ähnliche Parallele. Was ich wahrnehme ist, solange diese Möglichkeiten alle existieren, günstig in den Urlaub zu fliegen oder eben auch günstig Fleisch zu kaufen oder wie auch immer, solange diese Versuchung die ganze Zeit da ist, werden die Leute in so einen Schlingerpfad kommen und ja, also wahrscheinlich das Thema noch negativer aufgeladen werden als nötig. Also ich glaube, eine klare Linie ist in dem Kontext viel hilfreicher als die permanente Angst und das Warnen vor einer Bevölkerung, die unter Umständen populistisch wählen könnte. Ich glaube nicht, dass der Anteil sehr groß ist. Er ist sicherlich da, dieser Anteil in der Bevölkerung, aber er ist nicht die Mehrheit. Die Mehrheit hat Angst um ihre Kinder und um die Zukunft und die wollen ambitionierten Klimaschutz. Und das sollten wir unbedingt mitnehmen und diesen Menschen und aber auch der Wirtschaft Klarheit geben. Vielen Dank. Danke, Frau Dr. Auer. Als nächster ist Herr Zimmer dran. Bitte schön. Genau. Frau Dr. Auer hat jetzt gerade auch nochmal zur Akzeptanz in der Bevölkerung gesagt. Das wurde ja angesprochen, dass es da vielleicht auch eine Spaltung in der Gesellschaft gäbe und die wir quasi nicht unterschätzen dürften. Da würde ich sagen, diese Spaltungsdiskussion wird ein bisschen überschätzt. Ich will jetzt mal kurz aus der Morgan Commons Studie, die ist von 2020, zitieren, die hat untersucht, wie Klimaschutz in Deutschland akzeptiert wird. 80% der Deutschen sehen die Klimakrise, also jetzt nicht mehr nur den Klimawandel, sondern die Klimakrise als ein sehr relevantes Thema. Und das zeigt sich jetzt auch über die letzten 2 Jahre. Natürlich hatten wir jetzt ganz viel über Corona gesprochen, jetzt seit einigen Monaten über den Ukraine-Krieg. Aber die Klimakrise ist permanent unter den oberen 3 wichtigsten Themen, wenn man sich die verschiedenen Bevölkerungsumfragen anschaut. Und in dieser Morgan Commons-Studie sagen auch 66% der Deutschen, wir wollen klare Regeln. Also genau das, was meine beiden VorrednerInnen gesagt haben. Sowohl die Wirtschaft als auch die Bevölkerung will ordnungsrechtliche Vorgaben, damit wir die Transformation besser hinbekommen. Zum Beispiel Verbot von Kurzstreckenflügen. Da könnte man ja auch jetzt populistisch sagen, ja, nein, da haben wir dann Gelbwestenproteste, wenn die Menschen nicht mehr nach Mallorca fliegen können. Nein, 67% der Deutschen fordern ein Verbot von Kurzstreckenflügen. Das scheint aber bei manchen PolitikerInnen so noch nicht angekommen zu sein. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz zum KlimabürgerInnenrat, den wir ja auch genau deswegen gefordert hatten, um die Menschen bei der Transformation besser mitzunehmen. Und natürlich ist es jetzt auch ganz wichtig, diesen Prozess des KlimabürgerInnenrates und dann vor allem auch die Empfehlungen gut zu kommunizieren, in die Stadtgesellschaft über Medien zu kommunizieren. Aber ich glaube nicht, dass das große Problem ist. Wir hatten jetzt extreme Einschränkungen der BürgerInnenrechte im Zuge der Maßnahmen zur Corona-Pandemie. Da waren auch nicht alle 100% der Bevölkerung dahinter gestanden. Es gab da auch unschöne Proteste dagegen. Aber ein großer Teil der Bevölkerung hat die Maßnahme doch mitgetragen. Und wir sind jetzt eigentlich auch ganz gut durch die Pandemie durchgekommen. Von daher auch mein Appell hier an der Stelle, seien Sie mutig und schauen Sie auf die übergroße Mehrheit der Bevölkerung, die diesen Weg gerne mitgehen möchte. Und dann wurde ich auch nochmal angesprochen, wie es denn mit diesen 100 Städten aussieht, die sich da zum Rahmen dieses EU-Programms verpflichtet haben, bis 2030 oder zum Teil auch 35 klimaneutral zu werden. Da muss ich sagen, tatsächlich kenne ich jetzt nicht im Detail die Klimaschutzprogramme dieser 100 Städte. Da müsste ich mich tatsächlich auch nochmal einlesen, beziehungsweise mit AktivistInnen dort vor Ort noch
mal austauschen. Würde Sie aber einladen, auch das zu machen. Die haben ja auch Stadtparlamente, mit denen Sie mal in den Austausch gehen können. Ich hatte in der Vorbereitung nur gesehen, dass Lissabon, ist ja auch eine dieser 100 Städte, die haben jetzt gesagt, sie wollen ein Drittel ihres gesamten Stadthaushaltes in die Transformation zur klimaneutralen Stadt Lissabon stecken. Also das ist schon mal eine ganz, ganz klare finanzielle Prioritätensetzung. Und wie vorhin, glaube ich, Herr Quaschning ja auch schon erwähnt hatte, in Skandinavien wurde schon in den letzten Jahren viel stärker auf Wärmepumpen gesetzt. Norwegen, Schweden, Finnland, Estland, da sind die Häuser zu 60% mit Wärmepumpen ausgestattet. Auch das könnte ja in Berlin wesentlich schneller gehen. Und genau wie auch schon gesagt wurde, nicht jedes Haus, das mit Wärmepumpen beheizt wird, muss komplett vollständig saniert sein. Da müsste man jetzt einfach ganz stark durch Förderung, auch durch Verbote von Einbauten, jetzt im Jahr 2022 von Einbauten neuer Gas- oder Ölheizungen, das kann nicht sein. Da kann man, denke ich, über Förderung und Verbote viel machen. Und was Sie auf Landesebene nicht regeln können, da müssen Sie eben dann auch Druck auf die Bundesebene machen, dass solche Verbote kommen. Und vielleicht noch als letztes Beispiel, Kopenhagen ist ja auch bei diesen 100 Städten dabei. Kopenhagen hat sich ja das Ziel gesetzt, sogar bis 2025 komplett klimaneutral zu sein. Die haben sich da auch schon wesentlich früher auf den Weg gemacht. Von daher, klar, können Sie jetzt sagen, die haben da schon früher angefangen. Aber das ist doch kein Argument, nicht jetzt hier in Berlin wirklich auch alles zu tun, was Ihnen in der Macht steht. Und eben auch bürokratische Hürden, die jetzt vielleicht zwischen Senats- und Bezirksebenen vorliegen, diese Hürden jetzt endlich mal anzugehen und über den Schatten zu springen und hier einfach nochmal einen Gang hochzuschalten. Danke, Herr Zimmer. Als nächstes ist Frau Kramer dran. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ganz viele Punkte wurden angesprochen, auf die ich gerne eingehen wollen würde. Ich glaube, ich starte mal mit einem Punkt, nämlich, dass das Volksbegehren ein demokratisches Mittel ist. Und ich glaube, es ist immer wieder, oder man sollte es öfters betonen, dass es unfassbar wichtig ist, dass eben Menschen ihre Meinung sagen können, dass wir demonstrieren können. Es ist unfassbar gut, dass dieses Recht auch hier in Deutschland erkämpft wurde, und wir sehen es als Privileg an, dass wir das nutzen können, dass wir hier sitzen können, dass wir Demos machen können, dass wir Aktionen machen können, weil man muss ja auch bedenken, gerade wenn China, die arabischen Staaten und so weiter angesprochen werden, muss man ja bedenken, dass das Diktaturen sind, dass das autokratische Regime sind, die Aktivisten von der Straße holen und sie einsperren teilweise. Ich habe schon mit Aktivisten aus China geredet, die sagen, hey, ich kann nicht mit einem Schild auf der Straße stehen, weil ich sonst weggeschickt werde oder weil ich sonst wie Maßnahmen sonst befürchten muss. Also man muss sich bedenken, dass auch global gesehen die Klimakrise eine so dramatische Gerechtigkeitsfrage ist, weswegen ich, glaube ich, direkt zum Thema Finanzen kommen möchte. Wenn wir sagen würden, ja, wir haben kein Geld für Klimaschutz, dann müssen wir auch sagen, ja, unser ganzer Reichtum, den wir hier in diesem Land haben, haben wir darauf aufgebaut, dass wir andere Länder ausgebeutet haben, dass wir von ihren Rohstoffen profitiert haben. Und jetzt als Land, welches die Klimakrise am meisten befördert hat und am meisten verursacht haben, haben wir jetzt kein Geld dafür. Das kann man so nicht argumentieren. Und das stimmt auch faktisch nicht. Geld ist da. Das sehen wir jetzt, dass es einen Sonderhaushalt plötzlich gibt. Warum gibt es keinen Sonderhaushalt Klimaschutz beispielsweise? Genau. Und wenn wir jetzt das Geld natürlich nicht investieren, werden wir es in ein paar Jahren doppelt, dreifach, vierfach ausgeben müssen, um einfach die Folgen der Klimakatastrophe abzufedern und versuchen, ja, und da nicht, ja, genau, um die Folgen zu bezahlen. Ich glaube, ich würde auch gerne noch darauf eingehen zum Punkt, dass Berlin nicht alleine klimaneutral werden kann. Herr Quaschning hat das ja schon gesagt, Berlin wird nie alleine klimaneutral werden. Ob wir jetzt als Ziel haben 2030 oder 2045. Wir werden auf jeden Fall immer mit Brandenburg zusammenarbeiten müssen. Und man muss ja auch sagen, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung ja auch nicht einfach nur in Berlin aktiv ist, sondern auch bundesweit, auch in verschiedenen Ländern und auch versucht, die Europaebene
zu beeinflussen. Immer wenn ich auch mit, also ich höre das Argument ja auch schon oft, auch wenn ich mit Bundestagsabgeordneten geredet habe, da kommt das Argument genauso. Hey, wir müssen, die Länder sind da gefordert, die Europaebene ist dort gefordert, wir können bei diesem Punkt oder jedem Punkt nicht so viel machen. Jede einzelne Ebene ist gefordert und muss ihren Beitrag dazu leisten. Gerade weil es auch ganz oft angesprochen wurde, der Fachkräftemangel, das ist eine, also Bildungssache ist Ländersache und hier kann das Land am meisten machen und da sind wir natürlich sehr froh, wenn es heißt, eine Fachkräfteoffensive wird angestrebt. Ja, die brauchen wir sofort, so schnell wie möglich, weil das eben lange Prozesse sind, eben weil wir Fachkräfte nicht morgen in ausreichender Zahl zur Verfügung haben, müssen wir jetzt damit anfangen, damit wir sie noch in ausreichender Menge möglichst früh haben. Und tatsächlich ist das auch eine Problematik, die die Klimagerechtigkeitsbewegung auf dem Schirm hat. Es gibt zum Beispiel auch Azubis for Future, es gibt bundesweit eine Kampagne bei Fridays for Future, die genau dieses Problem adressieren. Also Thema Fachkräftemangel auf jeden Fall. Genau, vielleicht gehe ich noch, was ich gerne auch sagen wollen würde, das Thema Landwirtschaft wurde angesprochen. Ich finde, das ist gerade auch in der Debatte hier in Berlin ein viel zu wenig diskutiertes Thema, insbesondere weil wir halt jetzt auch nicht wirklich viele Agrarflächen in Berlin haben und da vor allem von Flächenländern abhängig sind und dass die Lebensmittelverschwendung immer noch weiter anhält, ist ein Skandal. Seit Jahren wissen wir, dass unglaublich viele Tonnen Lebensmittel einfach weggeschmissen werden und da hätte man schon vor Jahren was machen können. Ein ganz großes Thema. Zum Thema soziale Gerechtigkeit und Akzeptanz. Vielleicht, würde gerne mit einem Vorurteil aufräumen, was mir ab und zu begegnet ist, nämlich, dass Menschen in Außenbezirken das Thema egal ist, was faktisch nicht stimmt. Also ich lebe in Hunschenhausen, bin dort aufgewachsen und ich kann sagen, den Menschen ist das Thema nicht egal. Also gerade Menschen, die in Außenbezirken leben, die sind darauf angewiesen, auf ein gutes Infrastrukturnetz. Also und wenn da es jedes Jahr wieder Preiserhöhungen bei den Tickets gibt, das bringt Leute wirklich in Probleme, weil sie dann entscheiden müssen, okay, kann ich das Bioprodukt noch kaufen? Alle sagen, das soll ich machen, aber ich muss noch die Fahrticket zum Sozialamt oder wo auch immer hin noch bezahlen. Und das geht doch nicht, dass Menschen in solch ein Dilemma kommen. Deswegen Außenbezirk auf jeden Fall mitdenken. Genau, ansonsten Akzeptanz zu fördern. Einerseits sehen wir das natürlich selber auch als Aufgabe. Wir sind eine breite gesellschaftliche Bewegung, die, wie gesagt, aus allen Bereichen Berlins kommt, die aus ganz vielen verschiedenen Berufsbereichen und wie auch immer gibt. Also allein die Anzahl an For-Future-Gruppen, die es gibt, kann ich schon nicht hier aufzählen. Genau, also es kommt aus der Breite der Bevölkerung und wenn es natürlich Bedenken gibt, also es gibt, dann darf man ja auch nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die sich halt Sorgen machen, so hey, aber ich muss meine Miete zahlen und so weiter. Und wenn jetzt überall energetisch saniert wird, muss ich da mit Mietsteigerungen rechnen. Also es darf zum Beispiel nicht dafür, Klimaschutz darf nicht dazu führen, dass Gentrifizierung weiter befeuert wird. Und da sehe ich auch ein bisschen eine Aufgabe von Ihnen als Abgeordneten. Sie sind Repräsentanten von eben der Bevölkerung, von Ihren WählerInnen. Und Sie müssen sagen, so, hey, Klimaschutz ist ein wichtiges Anliegen und wir sind da hinten dran und wir sind auch dafür verantwortlich, dass das sozial gerecht ausgestaltet wird. Weil ich finde auch, gerade wenn man anschaut, die Corona-Krise, die hat zum Beispiel gut gezeigt, wie viel möglich ist, sehr schnell, wie viel Geld auch reingesteckt werden kann, aber was es auch für Auswirkungen hat, wenn solche Maßnahmen nicht sozial gerecht verteilt werden. Also die Corona-Krise hat ganz vieles ganz, ganz schlimm, also hat die Situation ganz viel schlimmer gemacht. Ärmere Menschen sind noch viel ärmer geworden. Es gibt so viel mehr Milliardäre, die durch die Corona-Krise einfach noch viel reicher geworden ist. Durch die Corona-Krise haben wir Polarisierung, haben wir Spaltung, haben wir Politikverdrossenheit etc. etc. Und das zeigt ganz gut, dass wir Maßnahmen ergreifen können, müssen, aber dass die, wie gesagt, vor allem sozial gestaltet werden müssen. Und schlussendlich heißt es auch soziale Akzeptanz. Ich finde, die kommt am ehesten auch auf, wenn am Ende des Monats mehr Geld im Portemonnaie ist. Und ich weiß nicht, zum Beispiel eine ganz bekannte Maßnahme, manche nennen es Energiegeld, manche nennen das CO2-Dividende. Einfach wenn die Einnahmen aus dem CO2-Preis wieder gerecht verteilt sind und damit unterm Schnitt einfach für die Menschen, die
unterdurchschnittlich viel CO2 emittieren, was nun mal auch Haushalte mit geringen Einkommen sind, unterm Strich dann einfach mehr zur Verfügung haben. Ja, genau, weil das große Problem sind nicht die einfachen Leute, die die Klimakrise anfeuern, sondern vor allem internationale große Konzerne, die auf die Profite aufbauen, dadurch, dass sie die Umwelt, die Menschen, Rohstoffe, Klima einfach ausbeuten. Genau, so viel dazu. Möchte ich sonst noch was sagen? Ich glaube, das ist es erstmal. Ja, ich glaube, das ist es erstmal. Dankeschön. Danke, Frau Kramer. Als nächstes ist Frau Schäfgen dran, bitte. Das ist ja eine ganz gute Überleitung zur Wirtschaft und den großen Konzernen. Also ich würde gerne auf die Fragen von Frau Wolf eingehen als erstes. Und zwar, natürlich sitze ich hier und vertrete ein Unternehmen, das gegründet wurde aus der Motivation heraus, Ökosysteme zu regenerieren und Klima zu schützen. Das heißt, ich repräsentiere nicht die ganze deutsche Wirtschaft. Und ich glaube nicht, dass jemand von RWE sich hier nebensetzen würde und das Gleiche sagen würde wie ich. Dennoch gibt es einige Initiativen in Deutschland von Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben und sich selbst ambitionierte Ziele setzen und auch nach außen hin von der Politik eben genau solche fordern. Voran Entrepreneurs for Futures, aber eben auch Leaders for Climate Action. Es gibt ganz viele Stiftungen. Dahinter stehen Digitalwirtschaft, aber auch alteingesessene Familienunternehmen wie zum Beispiel Otto. Das dazu, nun zu Ihrer Frage, warum denn erst jetzt? Und ich glaube, das ist eine ziemlich gute und wichtige Frage, die wir uns auch alle in diesem Raum stellen müssen. Nicht nur der Wirtschaft, sondern auch an die Politik. Warum erst jetzt? Und ich glaube, die Antwort ist zum einen falsche Priorisierung, der fehlende Druck und das fehlende Wissen. Und jetzt haben wir das Gespräch mit WissenschaftlerInnen, die uns sagen, hier ist das Wissen. Wir haben den Druck von der Straße, von AktivistInnen wie Clara. Wir haben die Bürger und Bürgerinnen, die ein Volksbegehren unterschrieben haben. Der Druck ist da. Jetzt liegt es also an der Priorisierung. Das gilt für uns als Wirtschaft, das gilt aber auch eben für die Politik. Also jetzt ist sozusagen der Zeitpunkt, an dem man handeln muss und richtig entscheiden muss. Und nochmal zu der Fastfrage, glaube ich, Richtung die Unternehmen, die das nur machen, Ausdruck heraus, meinetwegen, dann machen die das. Ne? Dann machen die das, um vielleicht irgendwie attraktiver zu sein für Konsumentinnen, solange das, was sie machen, Hand und Fuß hat. Und dafür brauchen wir wieder Politik, die die richtigen Maßnahmen und Gesetzesentwürfe vorbringt, damit wir sicherstellen können, dass kein Greenwashing entsteht. Der Punkt der Priorisierung bringt mich noch zu meinem letzten Punkt, den ich vor allem an Frau Dr. Karcher richten möchte, aber auch generell an alle, die gesagt haben, es klappt irgendwie nicht. Ich bin Berlinerin und ich habe seit 30 Jahren sehen dürfen, wie viel Berlin gemacht hat, wenn es um Klima- und Umweltschutz geht. Und ich schätze das wahnsinnig, auch die Bemühungen, die Sie jetzt als neue Regierung anstreben. Nichtsdestotrotz habe ich auch gesehen, was die Berliner Verwaltung als Status quo vorbringt. Und ich glaube, wenn man diesen Status quo weiterdenkt und glaubt, ambitionierte Ziele kann man nur erreichen, wenn man in der Verwaltung so weiterdenkt wie bisher, dann funktioniert das nicht. Und ich möchte mir das wirklich nicht anmaßen, aber aus der Perspektive eines Unternehmens, was natürlich anders funktioniert, ist es so, wenn wir uns ambitionierte Ziele setzen und wir sehen, da gibt es ein Problem in den Strukturen und Prozessen, dann müssen wir die lösen. Und das ist also eine Frage von Ressourcenverteilung, von besseren Prozessen und weiß nicht, was sie noch für Methoden haben. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass man nicht da die Konversation beenden darf. Ich traue der Berliner Verwaltung mehr zu und ich traue vor allem auch der Stadt Berlin zu, dass sie eine Vorreiterrolle einnimmt, wenn es um Klimaschutz geht und dass klimaneutral 2030 möglich ist, wenn wir es wirklich wollen. Und da geht es wieder um Priorisierung. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wir können jetzt eine zweite Redrunde machen. Dazu hat sich Frau Wolf gemeldet und wenn bitte um kurze Redebeiträge aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Danke, Frau Wolf, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank natürlich für diese ganzen Ausführungen und auch so auf die Fragen eingegangen zu sein, Frau Schäfgen. Das fand ich jetzt schon sehr wichtig und auch richtig, dass Sie das nochmal so gut ausgeführt haben. Ich möchte nochmal zum Anfang sagen auch, zu Herrn Dr. Quaschning. Also die skandinavischen Länder, die sind ja schon länger voraus, aber natürlich gibt es auch ein paar Länder dabei, die andere Voraussetzungen haben, wie Norwegen oder so. Die haben natürlich noch mal auch ganz andere Ressourcen, mit denen sie umgehen wollen. Das entschuldigt aber nicht, dass wir das nicht auch machen können. Also ich komme selber aus Schleswig-Holstein und kann Ihnen sagen, ich bin erst seit über 20 Jahren Berlinerin, aber das, was ich vorher erlebt habe, heißt Atomkraft, nein, danke.
Und da war ich auch voll dabei. Und das, so, und jetzt war ich mal kurz da drüben, weil ich nämlich angucken musste, dass da schon wieder Terminals gebaut werden sollen für das schöne Flüssiggas, also für Gasvorkommen, das den Menschen dort vor Ort auch nicht gefällt. So laut wurden sie im Gehör dann auch nicht wahrgenommen. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß auch, dass Fridays for Future da vor Ort war und sich das schon mit angeschaut hat, war ich sehr begeistert. Sage nur auch hier, Engagement finde ich an dieser Stelle natürlich richtig. Das nehmen die Menschen schon wahr. Und das ist halt ein langer Prozess, weil gerade in diesen Gegenden nehmen sie das wahr, weil sie diesen Umstand schon hatten. Zum Beispiel mit einer großen Industrie, die plötzlich brach liegt oder brach liegen soll. Oder sie haben Atomkraftwerke, die stillgelegt werden und nach wie vor natürlich ein Problem sind. Während natürlich Frankreich uns sagt, wir halten Atomkraft fest. Das ist nicht so einfach zu verknüpfen. Also für mich war das nicht so einfach, als das uns so auch mitgeteilt wurde natürlich. Also ich glaube, dass der Protest schon da ist und dass natürlich durch Ihre Aktivierung, der einfach noch mal viel bewusster wurde, wir wissen alle, wir wollen nicht von der jungen Dame anfangen, aber sie hat es natürlich auch mit erreicht, muss man einfach mal ehrlich sagen, setzt sich ein junges Mädchen vor eine Institution und sitzt da so lange, bis man auf sie aufmerksam wird und erreicht eine große Menge an jungen Menschen, die sich dem dann auch anschließen. Das Bewusstsein darüber zu bekommen in den letzten Jahren wieder, glaube ich, was die Wirtschaft angeht, zu sagen, die Wirtschaft hat vor 2 bis 3 Jahren, also das finde ich einen ganz schön kurzen Zeitraum. Also insofern glaube ich nichtsdestotrotz, dass sich Wirtschaft schon viel, viel länger damit auch befasst hat. Also wir wissen das, weil 1994 wurde hier von Umweltschutz geredet. Jetzt sind wir bei dem Wort Klimaschutz gelandet. Aber auch wenn wir das uns genau angucken, was da schon alles gesagt wurde, das ist nicht gerade wenig und weist eigentlich auch schon sehr, sehr lange auf diese Folgeschäden hin. Die Zusammenarbeit mit Brandenburg wurde angesprochen. Das finde ich sehr interessant. Auch Außenbezirk. Ich selber bin im Außenbezirk und sitze direkt fast neben der Gigafactory, die nun gebaut wird, die ja aber dazu beitragen soll, dass eben kein Verbrennermotor mehr auf der Straße sitzt, sondern eben ein also angetriebenes Fahrzeug. Auch ein bisschen umstritten, das will ich hier auch jetzt gar nicht als Debatte stellen. Ich will damit nur sagen, man merkt das Für und das Wider und das Pro und das Contra. Und das merken wir natürlich jetzt gerade auch in Brandenburg. Ne? Wir sagen, da wird Wasser entzogen und auf der anderen Seite wird das Wasser gebraucht. Ich war zum Beispiel gerade in der Landesgartenschau und da waren zwar Frösche zu hören, aber keine zu sehen, weil da war kein Wasser. Die hatten in ihren Gräben kein Wasser. Also die haben auch gesagt, wir haben kein Wasser gerade. Wir haben nicht genug Regen, wir haben tatsächlich im Moment einfach das Wasser nicht. Also den Klimawandel hier zu leugnen, das wäre fatal, das wäre Quatsch. Also der ist natürlich auch schon sehr deutlich sichtbar. Nichtsdestotrotz, die Gigafactory sitzt uns vor der Tür. Und auch da haben wir ja gesagt, was passiert als Ausgleichsflächen? Die Landwirtschaft muss dann auch zurückweichen. Was passiert hier? Da sind ja auch Aktivisten, die auch mit dieser Gigafactory nicht im Einklang sind natürlich. Nichtsdestotrotz ist sie ja ein Produkt aus dem, was man gerne auch wiederum als Ersatzmöglichkeit haben möchte zur Fortbewegung. Selbstverständlich muss der ÖPNV ausgebaut werden und das ist gar keine Frage. Und dazu hat sich Berlin nun wirklich deutlich bekannt. Also ich glaube, das ist wirklich die Nummer eins. Und gerade in den Außenbezirken sind wir immer ganz, ganz stark schon damals in der Kommunalpolitik damit beschäftigt gewesen, zu sagen, dass sogar die Tarife ausgeweitet werden sollen, damit wir noch mehr in die Außengebiete kommen können und die Menschen also tatsächlich jetzt mit dem neuen Regionalverkehr, der kommen soll, also auf 20-Minuten-Takt und so weiter, dass das auch passieren soll. Also ich finde, das sind ganz wichtige Schritte und die müssen zügig passieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Die Züge müssen zügig rollen. Also das glaube ich auch tatsächlich. An dieser Stelle möchte ich einfach nur noch mal sagen, auch Frau Krause, Sie haben sich gerade so mit voller Kraft auch noch mal so richtig reingehangen. Ich finde das toll. Bleiben Sie da bitte dabei. Auch wenn, und ich glaube, es ist ganz wichtig heute, für mich war es ganz wichtig, auch Sie hier heute noch mal zu hören. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch da dran zu bleiben. Und wir müssen selbstverständlich unser Bestes geben für uns alle, damit das auch passiert. Vielen Dank. So, danke, Frau Wolf. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist der Fall. Dann schon Herr Hansel, bitte. Ja, vielen Dank. Es war wirklich eine spannende Sitzung. Ich will nicht versäumen, auch vielleicht noch mal zur versachlichen Situation auf ein interessantes Buch hinzuweisen von einem damals mal sozialdemokratischen Politiker, Fritz Farnhold. Das heißt,
unerwünschte Wahrheiten, was Sie über den Klimawandel wissen sollten. Hier geht es nicht um Leugnung, sondern da wird schon die Erderwärmung schon festgestellt, aber die Hintergründe noch mal beleuchtet, was heute angesprochen worden ist, auch Hitzetote. Heute sterben mehr Leute an Kälte anstatt Hitze. Also das sind einige Sachen drin, dass man sich mal angucken sollte zur Versachlichung. Kann das nicht schaden. Und wir werden das ja die nächsten Jahre alles weiter erleben, wie die Diskussion weiterläuft und wie wir womit vorankommen, mit welchen Kosten. Vielen Dank. So, danke, Herr Hansel. Herr Reifschneider. Vielen Dank. Also Berlin legt einen Sprint hin, in meinen Augen, meines Erachtens, um bis 2045 klimaneutral zu werden. Und ich habe eine gewisse Hoffnung, dass es gesellschaftliche Dynamiken gibt, die uns ermöglichen, auch noch schneller und früher klimaneutral zu sein. Denn es gibt ja sowohl die in der Klimawissenschaft die physikalischen Kipppunkte, aber es gibt natürlich in der Gesellschaft auch soziale Kipppunkte, wo dann bestimmte Entwicklungen positiv sich selbst verstärken. Ich gehe davon aus, dass wir das deswegen auch schon möglicherweise vor 2045 klimaneutral sein können. Insgesamt, glaube ich, sollten wir in der Klimadebatte trotzdem darauf achten, dass wir in einem internationalen Gleitzug auch bleiben. Wir haben eine Bundesdimension, die wir hier einhalten müssen, wenn es um die Energieversorgung geht, wenn es um den rechtlichen Rahmen geht. Wir haben eine europäische Dimension, in die wir uns einordnen müssen. Wir habe ich die letzten Wochen sehr viel über EU-Taxonomien gesprochen und so weiter. Also das sind Dimensionen, an die wir als Berliner Politikerinnen und Politiker einfach eigenständig und selbstständig auch nicht rankommen. Und ich glaube, das begrenzt ein Stück weit auch unseren Handlungsspielraum. Und weil vorhin auch noch mal auf die Corona-Pandemie angesprochen wurde, was da möglich gewesen sei und was mit Mehrheiten, welche gesellschaftlichen Mehrheiten es gab in Umfragen, nicht in Wahlen, aber in Umfragen. Das ist ein Spannungsfeld zwischen Grundrechtsschutz und Mehrheitsmeinung. Und es gibt natürlich auch die Grundrechte, die geschützt bleiben müssen, selbst wenn eine Mehrheit bestimmte Dinge anders sieht. Und das war in der Corona-Pandemie so, dass Grundrechte nicht durch Umfragemehrheiten ausgehebelt werden dürfen. Und das wird auch in der Klimapolitik so sein. Vielen Dank. Danke, Herr Reifschneider. Dann möchte der Senat das Wort erteilt bekommen. Ja, nein? Ja, doch. Frau Dr. Karcher, bitte. Ja, es gab, also ich würde jetzt nicht nochmal die Gesamtdiskussion kommentieren wollen. Da habe ich zu Anfang einige Worte zu gesagt. Ich finde, begrüße sehr die extrem konstruktive und zielgerichtete Diskussion, die wir hier führen. Und das macht mich optimistisch und hoffnungsvoll jetzt auch für die nächsten Jahre, dass wir da tatsächlich gemeinsam in Sachen Klimaschutz voranschreiten und eben das Mögliche schaffen. Es gab ein paar konkrete Fragen. Das war die Beteiligung European Green Deal. Wir werden selbstverständlich analysieren, was uns da an Mitteln potenziell zur Verfügung steht und nach Möglichkeit darauf zugreifen, um die uns jetzt schon aus eigenem Haushalt, aus Bundesmitteln etc. zur Verfügung stehenden Mittel zu ergänzen. Also das wird ein Schwerpunkt sein, dass wir zusehen, dass wir das Geld, was uns zusätzlich zum eigenen Haushalt für Klimaschutz zur Verfügung gestellt werden kann, auch wirklich nutzen. Bei den 100 Städten, das war aber jetzt nochmal eine Initiative, die damit jetzt mit dem Green Deal jetzt direkt nichts zu tun hatte, sondern eine separate Initiative. Und der haben wir uns eben nicht angeschlossen aus den Gründen, warum wir jetzt auch gesagt haben, dass wir ein Klimaschutzziel von Klimaneutralität in 2030 -70% in 2025 einfach nicht sehen. Wir sehen nicht, wie wir das erreichen können. Und für uns ist das ja auch eine Form von Redlichkeit. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wir nehmen den Klimaschutz wirklich ernst. Und wir nehmen den so ernst, dass wir da keine Symbolpolitik machen wollen, sondern nach dem Motto, so, ja, schreiben wir halt mal irgendwie ein höheres Ziel rein. Wenn das nicht erreicht wird, dann wird es halt nicht erreicht. So wollen wir nicht vorgehen, sondern wir wollen tatsächlich redlich bleiben und nicht behaupten, dass wir Dinge erreichen können, von denen wir das aus unserem jetzigen Stand im Moment nicht glauben. Und auf die Frage, wie machen das dann die anderen, das werden wir uns sicherlich auch nochmal angucken. Aber ehrlich gesagt, das frage ich mich auch. Und teilweise gibt es sicherlich Städte, die einfach bessere Voraussetzungen haben, die in einem Umfeld sind, wo man vielleicht schon 100% erneuerbaren Strom hat oder Ähnliches. Teilweise
in Ländern, wo mit Holz geheizt wird und das wird als klimaneutral angerechnet. Da bin ich auch so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist und wie gut das in letzter Konsequenz tatsächlich für den Klimaschutz ist, wenn in Schweden halt hauptsächlich auf Holzheizung gesetzt wird und damit rechnerisch klimaneutral geheizt wird. Also da gibt es irgendwie viele Fragen. Und ich habe aber durchaus auch, wenn ich ehrlich sein soll, die Sorge, dass die eine oder andere von diesen Städten sich da tatsächlich symbolisch angeschlossen hat und gesagt hat, naja, das können wir uns ja mal vornehmen. Und wenn wir es nicht einhalten, dann passiert ja erstmal so auch nichts. Und genau diesen Weg wollten wir eben aus Redlichkeit, aus Ehrlichkeit, aus Engagement für den Klimaschutz nicht gehen. Dann war noch die Frage nach Personal. Ja, wir haben weiterhin, das wissen alle, die Berliner Verwaltung ist sowohl in den Senatsverwaltungen als auch in den Bezirken stark bespart worden. In den vergangenen Jahren, in der letzten Legislaturperiode wurde da etwas aufgebaut. Da ist weit mehr nötig, um sowohl den Stadtumbau in Sachen Klimaanpassung als auch die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen, Minderungsmaßnahmen so schnell wie möglich umzusetzen. Das ist keine Frage, da ist jetzt ein bisschen was passiert im Haushalt, aber klar, da könnten wir uns auch noch deutlich mehr vorstellen. Noch ein Hinweis in Sachen Personal für Teile der Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, Gebäude, erneuerbare Energien im Strombereich, ist federführend natürlich nicht die Umweltverwaltung zuständig, sondern das liegt teilweise bei Bauen und die Energiegebiete eben bei Wirtschaft, Energie und Betriebe. Insofern ist das auch nicht alles das Personal, das jetzt bei mir sitzt, sondern das ist auch Personal in anderen Senatsverwaltungen. Und ja. Ja, vielen Dank, Dr. Karcher. Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt kurz erläutern, wie nun mit dem Volksbegehren weiterverfahren werden kann. Erstens, ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens. Wir sind gesetzlich nach § 17a Absatz 1 des Abstimmungsgesetzes verpflichtet, die Beratung des Volksbegehrens und die Anhörung der Vertrauenspersonen im Ausschuss durchzuführen. Daher würden wir nun jedenfalls eine Mitteilung an das Plenum geben mit dem Inhalt, dass die verfassungsgemäßen und gesetzlichen Vorgaben für das Verfahren ordnungsgemäß von uns durchgeführt worden sind. Zweitens, Beschlüsse darüber hinaus. Darüber hinaus steht uns auch die Möglichkeit offen, uns dem Ausschuss, dem Plenum zu empfehlen, das Begehren anzunehmen oder abzulehnen. Falls eine explizite Ablehnung gewünscht ist, führt dies nach § 18 Absatz 1 des Abstimmungsgesetzes dazu, dass die Trägerin die Durchführung des Volksbegehrens vorzeitig verlangen kann. Falls keine explizite Ablehnung gewünscht ist oder sich unser Ausschuss nicht über die Durchführung des Verfahrens hinaus verhält, kann die Trägerin des Volksbegehrens die Durchführung des Volksbegehrens dann verlangen, wenn das Abgeordnetenhaus das Begehren nicht innerhalb von 4 Monaten in seinem wesentlichen Bestand annimmt. Das würde bedeuten, dass das Begehren spätestens am 1. September 2022 hier im Ausschuss und am 8. September 2022 im Plenum behandelt werden müsste. Gibt es über die Durchführung des Verfahrens hinaus Anträge der Fraktionen hinzu? Das ist nicht der Fall. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass die explizite Ablehnung des Volksbegehrens nach § 18 Absatz 1 des Abstimmungsgesetzes dazu führt, dass die Trägerin die Durchführung des Volksbegehrens vorzeitig verlangen kann. Bitte? Herr Teichner, bitte. Ja. Dann müssen wir es jetzt wohl formal machen, dass ich für die Koalition beantrage, dass wir heute über das Volksbegehren hier im Ausschuss abstimmen und dass wir als Koalition, auch wenn es uns schwerfällt, inhaltlich natürlich, weil wir die Ziele durchaus teilen, die Ablehnung des Volksentscheids befürworten. Gut. Gibt es eine Gegenrede? Ist nicht der Fall. Dann würde ich Herr Taschner, bitte. Eine kurze Ergänzung. Wir würden gerne diese Abstimmung dann auch noch dringlich machen, damit sozusagen ins nächste Plenum kann, dass sozusagen es nicht dann mit dem Haushaltsplenum zusammenfällt. Gut, dann stimmen wir eine nach der anderen ab.
CDU-Fraktion hat Beratungsbedarf. Der Friedrichi, haben Sie kurz Beratungsbedarf? Herr Freimark? Gut, dann machen wir weiter. Dann stimmen wir ab über die Ablehnung oder Annahme des Volksbegehrens. Ja, über die Ablehnung des Volksbegehrens. Wer ist dafür? Ja, für die Ablehnung. Ja. Da sind alle Fraktionen. Dann kann es keine Gegenstimme und keine Enthaltungen geben. Damit ist das Volksbegehren ist hier abgelehnt. Und Dringlichkeit haben wir gesagt, dass gewünscht ist. Und das stellen wir auch zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass es dringlich eingebracht wird in das nächste Plenum? Das sind die Koalitionsfraktionen, CDU-Fraktion, AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? Keiner. Und wer enthält sich? Das ist die FDP-Fraktion. Dann wird die das wird dann dringlich in die nächste, an das nächste Plenum eingebracht. Gut, es ergeht dann eine entsprechende Beschlussempfehlung an das Plenum. Ich stelle fest, dass das in Artikel 62 der Verfassung von Berlin in Verbindung mit § 17a und 18 des Abstimmungsgesetzes festgehaltene Verfahren hiermit durchgeführt worden ist. Vielen Dank an die Vertrauenspersonen und Anwesenden für die Teilnahme an der heutigen Sitzung. Sie sind damit entlassen. Einen schönen Tag Ihnen. Vielen Dank. So, jetzt machen wir mit dem Punkt 4 der Tagesordnung weiter. Das lautet Verschiedenes. A, unsere nächste, nämlich 9. Sitzung und damit letzte Sitzung vor der parlamentarischen Sommerpause findet am Donnerstag, den 16. Juni 2022 um 9 Uhr statt. B, die Sprecherinnen und Sprecher bitte ich noch kurz im Raum zu bleiben, damit wir uns über die nächste Tagesordnung verständigen können. Gibt es weitere Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Danke an das Ausschussbüro, danke an die Technik, danke an das Protokoll und danke an die Sicherheitspersonal.